Wieso sind Twitch-Chat so schrecklich? Twitch halt. Ja. Twitch dich halt so, die Leute, die denken, ich will jetzt irgendeinen Kack-Scheiß-Emote posten, denken sie immer lustig. Schlimm stehe ich immer noch Kappa. Ich bin lustig, ich mach Kappa. Ich hab's ja schon. Es gab mal so Leute, die haben gefühlt, die haben das Kappa gelebt, die dachten, das wäre das Beste, was es auf der Welt gibt. Ich tu den jetzt ausblenden, mir ist egal. Na, ich lass ihn drin. Okay. Ja, stimmt eigentlich. Dann kann man so dumme Reaktionen sehen. Oh, das Spiel, oh, scheiße. Ich weiß da, wo ich bei Hand of Blood, gell, wo der eigentlich das Battlefield 5 Reveal, scheiße, und so mit Fabian Siegesmund damals gemacht hat. Und dann alle, lol, Battle Royale. Da habe ich, irgendeinen Scheiß habe ich sogar reingeschrieben, hat natürlich niemand darauf reagiert. Ich meine, so ein scheiß Chat geht halt viel zu schnell. Da kannst du halt nicht, du kannst dann da nichts Wirkliches, Sinnvolles schreiben, weil es zu schnell geht. Okay, jetzt gerade geht es irgendwie, aber. Das ist ja auch so. Ich kann mir niemals vorstellen, gell? Twitch ich dafür da, dass man mit dem Streamer sich unterhält. Und dann schaust du irgend so einen mega riesen Streamer, wo einfach der Chat bam geht und dann eh nichts daraus liest, der Streamer. That's a clap too loud into a microphone. I know, right? I don't even know if mine would pick it up, but anyways. Wieso hat das so mega Grafikfehler? Siehst du das gerade? Hast du das gesehen? Also ich weiß, dass es beim Spiel war, denn das war genau der Spieleabschnitt und die untere Hälfte davon. Der, wenn es mein PC wäre, wäre es ja nicht so perfekt abgeschnitten auf das Spiel. He pitched a tent in his own house. Yeah, I got provisions for the next week or two. It's fine. Weißt du, die scheiß Amis machen mich fast schon aggressiv, einfach nur wie die reden. Yeah. Das ist so richtig typische Amis. Ich stell mir, weißt du, wenn ich solche Stimme höre, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemals aus diesem Mund was Sinnvolles rauskommt. Sam, did you have any last shoutouts or anything about the Doom Eternal run? For the like a person shout out, just whatever. Yeah. Actually, yeah. I wanted to thank a few people. First of all, Sunny for being there. Irgendwas ist schon lustig, dass das Ding wiederkommt, oder? Dass einfach RTL2 sich denkt, hey, bringen wir mal die legendäre Andreas-Folge. Schwein. Vielleicht nehmen, also es werden wahrscheinlich sogar ein paar Leute aufnehmen, schätze ich. Also die, wo es halt wissen, dass es kommt. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir die immer die gleichen Sprüche von Andreas nur haben. Ich meine, das sind auch die besten. His mother has been hospitalized. She had a stroke, and I just wanted to say that I hope for her full recovery. And I want her to know. Gerade kommen ja Bilder von den Entwicklern. Ich weiß jetzt schon, dass niemand, wirklich niemand von denen beim allerersten oder bei Doom 1 oder 2 mitgemacht haben. Vielleicht noch bei Doom 3. Aber bei den anderen nicht. Oder? We'll no longer see you on screen. Where can we find you for more Doom Eternal speedruns? So I mostly stream on twitch.tv. Warte mal, haben wir einfach schon. Hatte ich schon das Lösungsbuch da, wo ich mit dir geredet habe? Welches? Das Breath of the Wild. In the future I might different games. Naja, das glaube ich noch nicht. Dass ich in 500 Seiten, fast 500 Seiten, 496 oder so, also wirklich knapp vor den 500. Seiten, es sind sogar 500 Seiten, 512. Dickes Lösungsbuch, DIN A4, gell? In dicken Einband. Also, im richtigen dicken Einband. Wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung, auch egal, oder? Und da ich halt fast alles drin. Was komisch ist an diesem Buch ist, diese komischen Crocs-Samen. Die, mit denen du deine Taschen aufwerten kannst. Die sind da nicht drin. Aber, weißt du, das Buch ist sehr gut gemacht und so. Ich auch sehr hochwertig. Aber es ist halt ein reines Lösungsbuch. Es ist jetzt nicht so
literarisch, künstlerisch geschrieben wie das Pokémon Snap-Lösungsbuch. Übrigens, hier hat auch Vorwort, da haben Eiji Anuma und ein anderer Typ ja auch was dazu geschrieben. Das hat mich an das Interview erinnert. Von da wird dir halt alles erklärt, gefühlt. Wie viele KP die genau die Gegner haben, wie viel, wie hoch die Haltbarkeit ist von den einzelnen Dingern, was aber eh ein bisschen komisch ist, weil die Haltbarkeit halt, es kommt drauf an, was du schlägst, verstehst? Also jedes Material, auf das du schlagen tust, hat eine andere Haltbarkeit. Deswegen macht es die ganze Sache ein bisschen ungenau. Also man muss halt immer schauen, aha, auf das habe ich jetzt geschlagen, also du kannst halt nur schauen, oh, hat es eine hohe Haltbarkeit oder nicht. Übrigens, die DLCs, gell, sind sogar auch schon in dem Spiel dabei. In dem Lösungsbuch, meine ich. Also anscheinend kam das Lösungsbuch dann endgültig raus, wo die Zusatzinhalte schon draußen waren. Es sind auch alle Amiibo-Dinger und so scheiße. So make sure to check out the full schedule wherever you stream IGN. Oder auch so allgemeine Tipps für ein gutes, wenn du es auf mega schwer spielen willst. Das kannst du nur per DLC übrigens. Was du, wo du die guten Waffen und so hinbekommst. Kevin hat mir was gesendet, also mein kleiner Bruder. Welcome to IGN Summer of Gaming Livestream Event. Before we kick things off with the debut of IGN Expo, we wanted to take a moment to acknowledge the unprecedented difficult times we're facing as a global community right now. Between the COVID-19 pandemic that has claimed over 400,000 lives and changed our lifestyles, and the unrest of a society fed up with police brutality and systemic racism toward black people, the country and the world are hurting. We at IGN have been promoting health and safety tips as well as charity drives to help people through the coronavirus since the stay-at-home orders were initiated. Across our Summer of Gaming event specifically, we'll be fundraising for the World Health Organization. Ja, du kannst ja jetzt starten. Hast du schon die Aufnahme gestartet? Ja. Aha. Due to the heartbreaking death of George Floyd under the knee of a Minneapolis. Ach ja, wie so schön alle zu Hause sitzen. Black Lives Matter. Black Lives. Black Lives. Black Lives. Black Lives Matter. In an effort to ensure that our actions speak louder than our words. We've been focused on driving to the legal politische Kram. Den juckt eh keinen, wir wollen Spiele. Und diese ganze Kacke, als Deutsche ich das eh wissen. Unbetreffend. Die ganze Zeit auch im jetzt sich der Chat so weit viel lustig, weißt du? Die ganze Zeit Resident Sleeper. Ich kann schon verstehen, warum Leute gelangweilt sind, weil du hörst, gefühlt aus jeder Quelle kommt das Gleiche. Wo du dir auch so denkst, ja gut, so schlimm habe ich es jetzt nicht gerechnet, dass das jetzt so mega schlimm ist. Was mich aber am meisten stört, das will ich nur kurz sagen, ist die verdammte Verallgemeinung an dieser Sache. Nicht? Weiße sind auf einmal alle die Schlimmen und ja, Schwarze sind die Armen. Die werden nur, sind alle... Weißt du, Weiße waren schon immer die Schlimmen. Ja, das ist deswegen so. Wird auch seit Jahren behauptet, dass Rassismus gegen Weiße nicht existiert. Tja, wenn Weiße halt Arschlöcher ist. Das ist halt so. Boah, ich hasse Menschen. Mensch, du bist ja ein weißer Mann, gell? Ja. Du bist also die Ausgeburt der Hölle. Das bin ich dir bewusst, gell? Also, wieso bist du nicht so dankbar, dass es dir so gut geht? Du als wäre schon eine schwarze, lesbische, weiß gefärbte Frau, würdest du, hättest du mehr Rechte zu sagen, dass also mehr Rechte, Sachen zu sagen. Schwarze, weiß gefärbt? Ja, so wie Michael Jackson. Ja. Okay. Also du bist ein Schwarzer, der aber am liebsten eine Weiße wäre, also eine weiße Frau, die dann aber homosexuell ist. Und dadurch wieder auf Frauen steht, verstehst du? Also nicht homosexuell, sondern Lesbe. Das ist doch... Und dann bist du noch ein Migrant oder so, weißt du? Das wäre perfekt.
Und am besten noch irgendwie eine körperliche und oder geistige Behinderung. Ja, aber eine lustige natürlich. Also bei geistige natürlich auch eine lustige. Sodass du. Ja, genau. Nicht. Was ist denn das für ein Edgy-Spiel? Gute Frage. Oh, jetzt kommt die Farbe wieder. Boah, Captain Price sieht nicht so gut aus. Der hat schon bessere Tage gesehen. Ja, der fühlt sich halt nicht so gut und löst sich gleich auf. Der wird zum Zombie, der kriegt das rote Augen wie bei Dead Rising. Da schreit jemand in den Chat. Ultimate Beast. Oh Mann, nee. Ultimate Beast, nicht halt. Scheißspiel immer gewesen. Warum war das überhaupt ein Arcade-Hallen-Erfolg? Was soll denn ein Kackspiel sein? Okay, irgendwelche Mutanten schon mal. Was sind die? Was 6? S8? Ja. Furry ist der Videogame. Ja. Das sieht halt wirklich nach alter Red Beast aus. Weißt du, ein Typi, der sich zum Wolf verwandelt. Feuerwolf für Apokalypse. Was für ein fucking langweiliger Name! Ich? You just watched the trailer for Werewolf the Apocalypse Earthblood, which you can currently wish on Epic Game Store. Was soll man denn dazu sagen, hä? Weißt du, du tust dich an der erfolgreiche Spiele-Designer. Und was macht die jetzt? Hey, ich präsentiere ziemlich stark meine Brüste in der Öffentlichkeit. Aber wir Männer sind alle böse. Weißt du, die macht das ja freiwillig. Warum macht die das? Ich meine, dass Frauen sich sexy präsentieren können, ich hatte vollkommen was Normales. Aber weißt du, laut Zoe und gewissen anderen ist das ja eh was Böses. Muss man das zensieren. Frauen dürfen nur noch in Hosenanzügen rumlaufen. Oder in Burka. Ja. Oh, scheiße. Stell dir mal vor, Tom Weider, einfach alle Tom Weider Spiele mit den Burka DLC. Oh Gott! Da müssen sie wirklich keine Gesichtsanimation machen, weißt du? Ja. Schon mal geil. Ach, das sind die nächste Scheiße, was niemand mehr interessiert. And by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag from companies like Bethesda. Be sure to click the donation links in the description of your video player or go to donate.ign.com for more information on how and where to donate. Was hab ich da gerade gehört? For even more Summer of Gaming goodness, keine Ahnung, ich hab da irgendwie nur so halb zugehört. Ich hör da allgemein nur so halb zu, das ist ja ziemlich leise. Ich schätze mal, die sammeln die Kohle, damit die... And now, let's get this thing rolling with what you're all here for. Für irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen oder so. Bezüglich Überschreitungen. Ja, und wegen Corona habe ich auch irgendwas gelesen. Ja, kann sein. Die gleiche typische Langweiler-Kacke, die ist die ganze Zeit. Wie Alpha-Gameplay. Ach, das sehe ich. Nein, das sehe ich nicht Assassin's Creed. Oh, nö. Ich hasse Rhythmusspiele. Eigentlich nicht, ich mag die so an sich. Die Domaster hat schon Rhythmus-Sachen drin. Aber sowas kotzt mich halt an. Ich hab auf der Switch hab ich, nein, das war ein Kack-Anime. Aber wie heißt denn das mal? Crypt of the Necrodancer, gell? Was aus dem Rhythmus-Spiel ist. Ich komme damit gar nicht klar. Und es reizt mich auch nicht, das zu lernen. Das ist einfach fucking. Die haben das total nach Doom gemacht, seien wir mal ehrlich, oder? Also nach den neuen Dooms. Diese Nahkampfangriffe, diese Dämonen, nur halt mit einem komischen Ding. Und kennst du welche von den Bands? Ein paar kannte ich. War ja klar. Was ist? Funcom. Funcom ich immer garantiert. Funcom ich scheiße nämlich. Die machen nur schlechte MMORPGs. Okay, dass ich kein MMO.
Das sieht irgendwie nach Alex Kidd aus. Stimmt! Nein, ich hasse Alex Kidd. Es ist nicht Alex Kidd, ich hasse Alex Kidd. Oh Gott! Weißt du. Ich hab mal Alex Kidd gespielt, das ist so ein Scheißspiel. Und das macht Funcom. Ich mein. Anscheinend. Ach nee, New Levels. Nee, ich dachte beim alten Spiel wäre nur. Ach so! Boah, das ist ja nur wieder ein Remake! Ich dachte, die trauen sich mal was, machen einfach fucking neues Alex Kidd. Nein! Das ist nur ein fucking Remake von einem alten Teil mit. Aber hey, die machen wir ein paar neue Level. Boah. Alex Kidd! Niemand! Niemand will mehr Alex Kidd! Gothic 4. Tripwire. Was haben die denn gemacht? Die sagen das mir war, das waren, glaube ich, die Entwickler von Killing Floor. Stimmt! Es kommt Killing Floor im. Mit. Mittelalter. Das sieht aus wie Chivalry. Aber sowas von halt. Das ist nicht vor Honor 2. Niemand braucht vor Honor 2. Hat den ersten Teil schon jemand gebraucht. Nicht mal gratis. Nee. Ja, aber Hauptsache stolz sagen: Multiplayer FPS gets medieval. Die Scheiße gibt's schon seit 50 Jahren. Echt? So, Nahkampf, Mittelalter-Spiele gibt's schon seit fucking Hexen. Auch wenn du da später Fernkampfwaffen bekommst. Ich hatte Chivalry, oh wow. Diese, weißt, genauso wie bei PlayStation, gell? The Future of Gaming, die Zukunft des Gamings. Das haben sie bestimmt damals auch schon bei der PlayStation 1 hingeschrieben. Dieser Scheißspruch geht immer. Wenn du schon Epic Games siehst, dann weißt du schon, wird irgendein Kack-Exklusivspiel. Das neue Assassin, nein, dafür Assassin's Creed sieht zu comichaft aus. Ja. Also anscheinend scheint irgendwie nordische Mythologie oder beziehungsweise nordische Setting irgendwie ein Trend zu werden. Zuerst einmal das letzte God of War, Assassin's Creed jetzt und und jetzt das hier. Ja. Stellen Sie irgendeinen Grund, dass ich runden bastiert. Siehst du das? Ja. Oder doch echt Zeit. Aber halt. The Waylanders. Naja. Keine Ahnung, was ich davon halten soll, sei es nicht nachher. Das sind mir doch zu viel Taktik für mich, dass ich daran Spaß habe. Du weißt schon, jemand hat keinen Spielegeschmack, wenn man im Hintergrund einen Master Chief Helm und einen Poster von dem hat. My friend Max sat down with one of the game's developers to find out more. Did he find out if they kiss? No, but I will. Ryan, you're so weird. Alter, war das gescriptet? Das war ja Fremdschäden pur. Juhu, irgendwelche Indie-Spiele mit einem schlechten Artstyle. Well, bad news, everybody. Mutant dinosaurs have overtaken the Earth, and it's up to you and two friends to take them on in Second Extinction. Here to tell them about this new game where you shoot a whole lot of dinosaurs is producer Brinley Gibson. Brinley, welcome. Hi Max, great to be here. Nee, ich glaube, so, das Second hat Extinction is von... a three-player cooperative Second where there are just a really an absurd amount of dinosaurs das running around. Schon mal gesehen, you guys ja. Unveiled this on the most recent sort of Microsoft Series X sort of live stream.
Wieso laufen? Das ist irgendwie so ein Coop-Shooter, wo du da halt auch unter irgendwie Dinosaurier so knallst. Okay, wird floppen. Ich wette mit dir. Irgendwelche Kack-Multiplayer-Coop-Shooter sind in der Zeit immer gefloppt. Well, we're not really announcing every single detail of sort of features we're supporting for the next gen at the moment. But obviously, it gives us a lot of power. Was soll man da sehen? Die scheiß Vorschau war jetzt irgendwie, dass so ein Typ ein paar Minuten in seinem Kack-Ding hockte. Jetzt kommt die Waffen-Heb-Animation, die glatt noch immer aus Call of Duty 4 kommen könnte. Die Sprint-Animation aus Call of Duty 4, das G36 aus Call of Duty 4. Ich glaube, die Sprint-Animation sah ein bisschen aus wie die aus World of Warcraft. Ja, das war übertrieben, aber... Ah, dass du die Schrotflinte so ranzoomen kannst, das sehe ich auf jeden Fall MW3. Time has moved on since the actual oder in fast jedem Ego-Shooter mit allen Zeit. Ja, aber ich glaube, in irgendeinen konntest du nur ein bisschen näher ranzoomen. Das war, glaube ich, in Battlefield Bad Company. Ja, das Spiel mit der unfassbar schrecklichen Steuerung. Übrigens, das Spiel sieht jetzt schon lange scheiße für mich aus, denn ich hasse es, in Ego-Shooter gegen schnell zielende Gegner zu spielen. Ich komme da nie hinterher, weißt du? Das ist so kacke. Und die ganze Zeit so her, mich anspringende Gegner finde ich extrem nervig. Ich will lieber Gegner, die genauso langsam sind wie die Pinky Demons aus Doom 1 und 2. Ja, die waren stöhnen. Die konnte ich gut besiegen. Stell dir vor, aber einmal sagen die neues Duke Nukem. Oh Gott. Das war schrecklich, weil ich glaube, die Rechte liegen immer noch bei Gearbox. Ja, und Gearbox, ich meine, die waren bei Duke Nukem Forever schon scheiße und die sind nicht besser geworden. Juhu. Gearbox war nie. Alter. Gearbox, der ewige Zweite. Ja. Gearbox ist nie in der dritten Dimension angekommen. Ich glaube, die haben noch nie ein zweites Spiel gemacht. doch. Die haben, glaube ich, Borderlands haben die, glaube ich, ein paar Teile gemacht und wie sie andere noch. Brothers in Arms. Ja, aber das ist ja kein 2D-Spiel. Das ist schon das krasse Gameplay. Da steht dran und schießt mit der Minigun. Da wäre ein Raptor neben dem Schied, der die ganze Zeit anspringt. Ja. Okay, das sehe ich halt so. Das ist jetzt halt der Spieler. Ich hatte ein schlecht aufgenommenes Ding. Er hat hundertprozentig Unverwundbarkeits-Cheat an. Naja, unverwundbar ist er sicherlich nicht, weil ich irgendwie kurz ja vorsehen, wie er nicht wieder am Boden war. Stimmt, aber warum hat dann der Arctor keinen Schaden gemacht in dem Moment? Also die Slave-Designs sieht bis jetzt scheiße aus. Seht halt, irgendein Schlafttrick. Das sind ja Dino Crisis interessanter aus, oder? Naja, Dino Crisis sah auch nicht anders aus. Da hast du es auch im Prinzip nur ein riesengroßes Labor. Ja, aber die hatten so coole Türen. Ja, da kann ich nichts mehr sagen, ne? Alter, echtes Doom? Du tust einen Schalter umlegen und hinter dir tauchen auf einmal 50 Gegner auf. Das ist nicht Doom 1 und 2 Gameplay vom Feinsten. Kann ich auch nichts dagegen sagen, ne? Das ist nicht nur in Doom so, das ist in fast in sehr vielen Ego-Shootern so, dass sobald du irgendwo einen Schalter betätigst, dass da irgendwelche Gegner auf einmal auftauchen. Ja, aber sehe ich halt wie Doom. Doom hat es publik gemacht. Ich meine, vor Doom 1 war jeder Ego-Shooter und Wolfenstein, glaube ich. Außer die eine, der glaube ich sogar. Außer als die vor Wolfenstein erschienen sind. Ja, so wie dieses komische Ding mit dem Smiley oder so ein Scheiß.
and they are an international cast, sort of from around the world. We wanted to get across that this was an international Genexperimente an Dinosauriern, dass die irgendwelche Kram spucken können. Now they sit within different classes, but each character has their own unique. Sind wir eigentlich zu? Bin ich eigentlich zu? Also diese Laufanimation! Hast du das gerade gesehen, die Sprintanimation? Ich hält Free Alpha, aber das. Boah, Mann, das sieht halt trotzdem total scheiße aus. Es wird im fertigen Spiel hundertprozentig besser aussehen, oder? Wenn nicht. Dann wäre das ein bisschen peinlich. But where the real fun is, yeah. is obviously yeah, the abilities. That's where we get to learn something very special into the characters. And also tell a bit more about their character, because. There's not a lot of storytelling, as in traditional sense, cutscenes. Oh, jetzt kommt das neue Ding, was irgendwie seit Overwatch so gefühlt beliebt geworden ist. Wir machen keine richtige Storytelling oder sonstiges, sondern wir machen so, dass die Charaktere miteinander reden, während du spielst, und daraus musst du dann deine Story fischen. Das gab es schon mal vor Overwatch, also Titanfall war das. Ja, aber... Und davon, glaube ich, ähnlicherweise, glaube ich, in Quake Wars. Stimmt, Quake Wars, das vergessene Quake-Spiel. Ich habe es nie gespielt. Kann er bitte Napalm werfen, dann kann er sagen, ich liebe den Geruch von frischen Napalm am Abend. Der Traptor, ich auch gerade ein bisschen komisch gehört. Ah, natürlich. Du kannst leiten, es sich Black Ops, es sich doch nicht MW. Das ist quasi, hat einen Spaß. Fällt eigentlich noch Wall Running, dann ist eigentlich fast alle Elemente aus modernen Shootern. Ja. Vielleicht hat's hier das auch. Alter, was hat das für ein schrecklicher Szenenwechsel? Hat er gerade den Gegner auf diesen Fels da gemacht und der ist dann weggeschleudert worden? Alter, ich meine, ich kann ja Ding nicht leiden. Bulletstorm. Ein Kackspiel. Aber ein paar dieser Kills sind schon kreativ und lustig gewesen. Aber das rettet nicht das allgemein schlechte Gameplay in Sachen, hey, HP-Regeneration in einen schnellen Shooter, in dem es um Style geht. Juhu, es macht so viel Spaß, alle zwei Sekunden in Deckung zu gehen. Das Problem ist, dass The Bulletstorm ursprünglich ein Third-Person-Deckungsshooter werden sollte. Dann haben die das allerdings, wollten die daraus dann einen stylischen Ego-Shooter machen, allerdings haben die den Rest daran nicht angepasst. Deswegen passt das nicht so. Aber ich meine, die Scheiße gibt es selbst auf der Switch. Bulletstorm. Und da ist sogar schon das Duke Nukem DLC dabei. Once they've chosen that, you get the quite cool insertion sequence. Down you go. Wäre ich besser, Duke Nukem oder Big the Cat? Great, you can top up. Echt? Or actually, might go straight into the combat, and you've got dinosaurs coming at you immediately. Hail to the king, baby. You then have your mission. Ach ja, die Dumme. You can take out in different orders. Nein, Twitch-Chats sind die anscheinend auch nicht so begeistert, weil ich da sehr viel Nay sehe. Ja, und sehr viel Resonance lieber. Es sieht halt generischer Shooter aus, bis halt, dass es Dinosaurier sind. Aber bis jetzt rettet es nichts, weil es könnte auch ein generischer Shooter. Das könnte auch Alien Colonial Marines sein. Von den Gegnern verhalten sich da kein Unterschied. Das ist. Seien wir mal ehrlich, Dinosaurier-Spiele gibt es aber jetzt nicht so viele. Dino Crisis, Dino irgendwas und Turok. Das sind die einzigen, die mir gerade einfallen. Und irgendwelche Jurassic Park-Spiele halt, die es halt auch gibt. Yes, so obviously the heritage, Avalanche Studios, hat er gerade Avalanche Studios gemacht, gesagt? We're not actually talking about this. Das sind halt die Entwickler. Ja, aber die haben irgendwas überhaupt Gutes gemacht, mal. Generation Zero haben die gemacht. Kenn ich nicht mal. Ich weiß, der Name sagt mir was, aber ich weiß immer, was sie so gemacht haben. Avalanche Studios.
but it's not the enormousness of other open world games out there. So yeah, we like to call it games. I like that. That's Just fair. Cause. Just Cause. Okay. When people will get their hands on Mad Max, was eh Just Cause nur in Wüste ist. Und Rage 2. Sure. Oh Junge. Well, we're not announcing, ja, das wollte ich extra als Löschtes sagen, das heißt das langweiligste Spiel überhaupt ist. Oh, yeah. Hast du das mal gespielt überhaupt? Ich weiß nur, dass irgendwie es kam raus, keiner hat es gejuckt, dann und das war's. Nee, hab's nicht gespielt. Ich habe Rage 1 durchgespielt, das glaube ich schon mal erzählt. Ja. Das ist nicht auch so ein Spiel, da gibt es viel zu viele schnelle Gegner. Ich komme, das macht mir keinen Spaß. Und Rage 1 ist halt, da musst du Beispiel für Ego-Shooter ohne eigene Identität oder irgendwas Erinnerungswürdiges, außer dass das Spiel viel zu groß war. Außer, warte, wobei es war eigentlich nicht so groß. Die haben da, glaube ich, irgendwie sehr mit den Megatexturen damit geworben. Ja, ja, dass das Spiel ja so, also bei Rage 1 meinst du, gell? Ja. Ja, ja, dass das Spiel ja so ultra hübsch sein sollte, aber dann waren die Texturen irgendwie von der Weite waren sie gut, aber kaum war schon mal ein bisschen näher dran, gell? Waren die unfassbar verwaschen. Verwaschener als die Brüste von ihr. Und dazu war damals das Spiel für die damalige Verhältnisse riesig. Also du hast irgendwie 50, 60 Gigabyte oder so ein Scheiß gemacht. Is a rhythm-based shooting game in which you tear ass through hell. That sounds so painful, but it's a really cool game. So stay tuned and check back tomorrow. Ach, das war schon. Hä, was ich mit Ding? Warte, warte mal, das kann so noch nicht sein. Denn wir wissen ja, ich weiß ja, dass Yakuza-Kram da kommen soll. Das kam das erst noch nicht. Ja, die Leute im Chat schreien auch schon. Wer ist Yakuza? DJ Hero? Was ist das gerade? Vielleicht eine Pause oder so? The biggest gaming event of the year is IGN Summer of Gaming and it's almost here. Tune into IGN throughout June to see the latest. Das ist sicher wie eine E3, oder? Keine Ahnung, was Noel will. Vor allem vielleicht ist jetzt alles samt. Okay, das scheiß, das Wolf-Spiel könnte vielleicht interessant werden. Ich will jetzt mal nicht total negativ sein. Adresse halt scheiße aus. Das eine Mythologenspiel könnte auch interessant werden, aber sowas ist nichts für mich. Sah viel zu sehr nach Taktik aus. Ich habe übrigens jetzt auch alle vier Titanen bei Breath of the Wild gewissig, wo ich das gerade gesehen habe. Und ja. Also ich habe das Master Sword, ich habe alle vier Titanen. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt zu Ganon gehen. Aber ich werde noch ein bisschen Nebenkram machen. Ich habe irgendwie von 120 Schreinen, habe ich irgendwie so 55 oder vielleicht sogar 60. Also so circa die Hälfte habe ich halt. Aber ich will die eh nicht alle machen. Das ist zu viel. Heute, wo ich es gespielt habe, war auch so ein Ding. War ich auf so einem Berg halt, der so ein Schneeberg, riesiger Berg. Und aus irgendeinem Grund haben sich die Entwickler gedacht, hey, wir tun auf dem Berg irgendwie zweimal eine heiße Quelle hin. Was bei heißen Quellen kannst du dich halt heilen, wenn du im Wasser stehst. Aber das ganze Spiel hat irgendwie, ich habe bis jetzt drei Stück gesehen. Und zwei davon war auf diesem Berg. Da denke ich mir so, ja, wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Wieso sind zwei Stück auf diesem Berg? Wieso sind die nicht woanders mal? Gut verteilt auf der Map. Ich glaube, das ist halt echt vorbei, gell? Mal schauen. Wenn wir zuhören würden, wüssten wir es.
and set it during medieval times. Take a look at some exclusive new gameplay from Rustler, Grand Theft Horse. Das sieht halt auch schon wieder so scheiße aus. Wenn ich diese Grafiken unten mit den Bildern, sieht halt so nach... Sieht halt so billig aus. Naja, es hat noch eine Alpha-Version, die nicht das fertige Spiel repräsentieren soll. Ja. Aber von der, weil ich von der Kameraperspektive und von der Grafik und von den Leuten, die da, den kleinen Bildern, die da sind, es könnte auf dem Handy sein. Handyspiele sind genauso. Das ist ziemlich viel Blut für einen Menschen. Die KI von dem Typ wie gerade. Ich renn zweimal gegen den Zaun. Oh Mann, ich weiß, es sind Alphas, aber trotzdem ist das halt lächerlich, oder? Like what you see, then head on over to IGN.com or YouTube.com/IGN to watch the full extended version of this gameplay. Und sowas wie KI, ich halt auch so eine Sache, die kann man, also sie kann halt am Anfang ein bisschen buggy sein. Das ist nicht in Ordnung. Das kann man noch fixen. I'm Sydney Goodman and I'm so excited. Hey, jetzt hast du nicht mehr so einen riesen Ausschnitt. Ach, das Spiel, war das Spiel jetzt von Funcom oder Alex Kidd? Alex Kidd. So, David. Let's dive in. I'm so excited. Thank you so much for being here with us all the way from Sweden. Schweden, ich Funcom. So, we just saw your trailer. Funcom sind auch die Typis, die zum Beispiel Conan Exiles gemacht haben. Norwegen, die Oslo. Can you tell us about that? Ja, die schauen wir kurz. Games. Should I tell you about the origin of it? Funcom Games. Moons of Madness, Conan Chop, Conan Uncover, Conan Uncover, soll ich das zweimal da? So, das sehe ich noch komisch. Mutant Years, bla bla bla. Age of Conan. Oh, die haben The Park gemacht. The Park ist so ein Laufsimulator, weißt du? Ich habe einmal einen Longplay davon gesehen, also habe ich das ganze Spiel gesehen. Lauf-Simulatoren sind perfekt, um Longplays zu schauen. Da musst du ja dieses Geld nicht ausgeben. That is true, yeah. You're doing a lot of... I'm just looking at the camera. Hey, den Typi seine Stimme geht ja sogar nicht so typisch amerikanisch. Und wo merkt man jetzt den Rhythmus, bei dem er mit muss? So, wenn, also, du musst halt schießen, wenn das Fadenkreuz auch so kleiner wird. Heute habe ich übrigens aus irgendeinem Grund ein paar Leute auf Twitter gefunden, die ich so von Hören sagen, eher besser gesagt, kenne. Und das durch Zufall. Mein Tweet mit Frauentausch wurde von irgendjemand geliked, habe ich auf den sein Profil geschaut und der hat dann wiederum Sachen retweetet von einem Typ aus dem Clay Discord. Da habe ich mir auch gedacht, oh ja, den kenne ich ja. Weißt du, den Typ selber kenne ich nicht, aber den Typ aus dem Clay Discord, und den habe ich schon mal gehört. Dann wiederum habe ich bei irgendjemand hat was retweetet, dass Play Asia jetzt halt ein Maskottchen hat, gell? Und dann habe ich da eben drauf geklickt und unter den Kommentaren war jemand aus dem Idolmaster Discord. Sogar der Chef davon, der total komisch ist. Der ist so der Hauptgrund, warum dieser Discord auch ein bisschen tot ist. Weil der Chef ist so der Meinung,
dass alle Handyspiele von Idolmaster zum Beispiel scheiße sind. Und dass Idolmaster keine Rhythmussachen drin haben sollte. Weißt du, dass dieses Rhythmus-Gameplay, das hatte ja Idolmaster 1, 2 nicht so. Das ging rein, das war halt eine Management-Simulation. Es ist halt echt dumm. Du kriegst, wenn du Gegner mit einem Nahkampf killst, kriegst du ja sogar extra Kram. Oh Gott! Das sieht doch für dich richtig schrecklich aus, das Spiel, oder? Wenigstens würde die Musik da drin dir gefallen. Jedenfalls, der Typi halt von den Domas, gesagt, ich hatte so drauf. Und da hat er da irgendeinen Scheiß geschrieben. Und der Typi will auch, der meint so Emotes, also Emotes auf dem Server, wären nur unnötige Scheiße. Das braucht man nicht. Das nervt nur. Wenn ich mir ausdenke, naja, eigentlich nicht. Also solange du es nicht übertreibst, wie zum Beispiel Twitch-Chat-Deppen, sind Emotes eigentlich ganz lustig. Wenn du halt gute hast. So, and then at the end of the level, there are a number of other criteria that are applied, and those things collectively give you, like, you know, your actual score. Gotcha. So, are you progressing through also, the level once you hit von den Spielen hier, interessiert dich überhaupt eins? So, once you pass 900,000, let's just say, does a higher level enemy appear, or are you just trying to get the highest score possible as you go throughout the level? You're trying to get the highest score for the leaderboards and also to earn souls, which I probably won't talk about right now. But those things are a point of progression and persistence things give you access to other, whether it's upgrades or other things later in the campaign. And there, so there is, but the thing you asked originally, is there like a story? The answer is yes. So we can talk about that, or I can avoid it. Yeah, no, I would love to dive into the story if you're willing to tell us about it. I mean, it takes place in hell, as we saw in the trailer. I can talk a little about it because I think the marketing will kill me if I reveal too much. Übrigens, mein Windows 10 lade natürlich jetzt ganz viele Updates und so runter. Ich merke richtig, wie durch die Updates, das immer mehr laden muss beim Start, wie so langsam auch wieder mein, ja. Wie der PC länger braucht zum Hochfahren. Das war jetzt die letzten paar Tage richtig schnell und heute beim gerade Hochfahren, um hier zuzuschauen, habe ich gemerkt, es wird ja ziemlich langsam, so langsam. Okay, dann andere Frage. Was wäre denn für dich ein geiles Spiel, was die announcen können? Also... Egal wie unrealistisch das wäre. Timesplitters. Und da wäre es mir ganz egal, ob das irgendwie eine Neuveröffentlichung der alten Zeile wäre oder ein neuer Teil. Wäre mir auch egal. Ja, mir auch. Ich meine, einfach so ein Timesplitters Remake. Da müssen die nicht mal Game Design machen, weißt? Die müssen einfach nur die Grafiken aufhübschen. Da können die nichts verkacken. Vielleicht, wenn sie ganz toll sind, machen sie vielleicht noch ein paar zusätzliche Herausforderungen und Arcade-Dinger, verstehst du? Ein paar neue Charaktere, das sind auch nur Grafiken. Wer soll überhaupt Timesplitters heutzutage noch machen? Weißt du, welche Firma? Echt fucking Quitec-Ding da, die nicht mehr bei Quitec sind, sondern inzwischen auch schon wieder woanders? Just in the way that you're playing this character who looks a certain way and seems to be doing a certain thing, and the enemy that you're fighting looks a certain way and seems to be doing a certain thing. And the paths of the skull, same thing. All those things, I think, I would hope... Also ich würde es wünschen, wenn Alex Kidd neu kommen würde. Also present, yeah, that's awesome. Okay. Most of these things are possibly good. Keine Ahnung. Weißt, ich wäre ja froh, gell, wenn einfach Nintendo kommen würde und das Schreckliche an sich schreckliche Star Fox Zero, weil es halt mit Bewegungssteuerung funktioniert und es hat halt nicht funktioniert, auf die Switch porten würde mit guter Steuerung. Das würde mir reichen. Ich liebe Star
Star Fox. Okay, cool. Und das soll ich ja eh eigentlich, auch wenn Star Fox irgendwie seit Jahren eh nicht mal daraus rausgekommen ist, dass sie Lighted Wars neu machen. Es gibt ja auch okay, Star Fox 64, was Lighted Wars ist. Dann gibt es Lighted Wars Tactics oder so, was auch auf dem DS war, wo du dann Lighted Wars spielst, aber irgendwie okay, mit so einem Twist, dass du halt die Route planen musst und so einen Scheiß weg. Und dann gibt es Star Fox Zero, was auch schon wieder Lighted Wars ist. Und Star Fox 1 auf dem Super Nintendo, was ja damals bei uns, glaube ich, Star Wing hieß, war ich an sich auch nur Lighted Wars. Also beziehungsweise alles andere, was Lighted Wars ich gemeint habe, ist halt Star Fox 1. Die einzigen, glaube ich, als Ausnahmen wären halt Star Fox Adventure. Das aber nur Dinosaur Planet ist, das von Rare gemacht worden ist. Dann kannst du noch. Star Fox Assault. Ja, und oh hey you. Well, now we have from a bullet hell to a concrete jungle. If you're a fan of the Yakuza series, Yakuza Like a Dragon is probably already on your radar. And you know what you're in for, which is a densely packed city map full of minigames, organized crime, and ridiculous brawls. In case you're unfamiliar, there's 15 minutes of exclusive Star Fox gameplay with one of the producers telling us all about the new game. Quick question though, will someone get beaten over the head with a bicycle? No, I'm kidding. I already know the answer. Of course they will. Let's see what else Max found out about Yakuza Like a Dragon. Oh. Komm, wir sind jetzt Kid, ja. Endlich kommt Yakuza. Deswegen trägt er jetzt da. Der hat aber das falsche Hemd an. Kazuma Kiryu hat immer ein rotes Hemd angehabt. Der Anzug stimmt. Scott Senior Localization Producer from Sega on this wonderful series. Scott, thank you for joining us. Also, der Typi von rechts ist also dafür zuständig, dass es bei Yakuza 3 keine richtigen Hostessen gab, oder wie? Weil der ja der Lokalisierungstypi ist. Was für eine Fotze. Das war immer das Geilste in Yakuza. Weißt du, in Yakuza 1 gab es, Yakuza 2 habe ich nie gespielt. Und in Yakuza 3 war es dann irgendwie so richtig langweilig. Du konntest. Es gab die irgendwie, aber du konntest die nur irgendwie draußen treffen und dann zum Date. Es gab nicht dieses Minispiel, dass du in der Hostess-Bar gehst und für die Sachen bestellen musst und so ein Kack. We are picking up the new character Ichiban Kasuga here, the brand new storyline all featuring him. He's our new protagonist and he's very much a different guy than Kiryu ever was. There's a lot of different things about him that are wie die auch noch hinterher rennen. Man merkt halt wirklich, dass sie sich gedacht haben, hey, wir machen mal was anderes. Dass ich halt vom reinen Sehen her, gell, sieht halt echt aus wie ein JRPG, so ein bisschen. Das ist sicher total. Ich finde es lustig. Ja. Das soll ja wie Dragon Quest sein. Und warum? Weil der Hauptcharakter von diesem Spiel, also der Typ hier mit dem roten Anzug, der ist ein Dragon Quest Fan. Deswegen sind die Kämpfe wie Dragon Quest. Also sich an sich, das ganze Kampfsystem, der Hommage an Dragon Quest, es gibt selbst fucking Zauber. Das würde sich mal geben, was ich denn. Absolutely. So Ichiban is, his story is das ist halt wirklich lustig. Das ist halt so dumm, ist. Das ist halt so, ja, aber das ist irgendwie so dumm, dass es sogar für mich sogar interessant aussieht. Ja, für mich halt auch. Wenn man die alten Teile kennt, das hat kaum noch was mit dem zu tun, was ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, finde ich. Und jetzt kommt man nach Nacken. Ein Buff. He's a very charismatic dude and he attracts people to his denn ich liebe an sich das Kampfsystem aus den alten Yakuza-Teilen. Also, das ist halt nicht so schön Ding. Actionreich. Weißt du, das ist wie Devil May Cry. The battles kind of transition. You probably saw that like when the battle transitions, the enemies that are he's fighting literally become like this almost kind of like monsters, and that's all kind of happening in his head being portrayed kind of in the game. But we absolutely haven't forgotten our roots as an action game, and there's all kinds of ways that we're playing heavily to the audience who expects kind of more
quick snappy kind of action. Aber ich höre gerade ein bisschen zu und er sagt, dass der sagt auch, dass es actionreicheres Gameplay-Variante gibt. Also nicht so total rundenbasiert wie das hier jetzt. Wenn man jetzt noch sehen könnte, wer als nächstes angreift und so, würde das halt das Final Fantasy 10-Kampfsystem fast schon. Right, so right now we have the full party of four. You can get up to six plus one party member, optional. Dass die halt sogar Mana haben. Wir sagen die Mana. Das ist halt so dumm. 19 jobs that you can take up. And, you know, a lot of the times I think when you think of a job system, you're like, all right, you know, here's my thief, my ranger, my mage kind of things. But we're using, you know, classic Yakuza approach for this and allowing you to select, like, real life jobs. So... Ja, ziemlich viele Gegner. Ja, Demo wahrscheinlich. We'll change all the jobs for the characters. You'll see some of that kind of come into play. Now, in the previous Yakuza games, you occasionally, you know, get different outfits, but they're usually not something you can unlock until later in the game. Are we going to see, I don't know if armor is the right word, but sort of different wardrobe for Ichiban and your party members? Yes. Yes, so each job has its own custom. Die Attacke gab's schon früher auch. In addition to its own custom outfit, has a couple different variations on it. So not only that. Und dass du auch ein System hast, weißt, da steht ja in der Born dran, was ja die Bande mit euch ist. Also wie gut ihr euch versteht, also ich da auch wieder so ein fucking Mini-Dating-Sim-Kram drin. Dass er eben bessere Beziehungen mit den Charakteren hat. Das ist irgendwie heutzutage Standard geworden in JRPGs. Also die ganzen Löschen, die ich gespielt habe, war es immer so. In Xenoblade gibt's das. Xenoblade 2 gibt's das. In Atelier Lulula gab's das. In Fire Emblem gab's das. The commercial district. You've got industrial. Das ist ja auch nicht so, das gab's mal nicht schon früher in Baldur's Gate. Ja, natürlich, aber früher war es halt noch nicht so mega weit verbreitet. Das meine ich. Gefühlt hat heutzutage jedes RPG sowas. Ja, okay, die Straßen kenne ich natürlich. Also, sie sagen mir was, dass ich Kamarutsche oder nicht? Ja, müsste es sein. In terms of enemy variety, we've seen like the wonderful, you know, there's the threatening men and there's delinquents and there's, you know, various grades of street thugs. How do you maintain that same level sort of within the pageantry of an RPG? Are there going to be, are we going to get fantastical here? Is it going to get really like over the top? You probably saw that as I was mentioning, like the enemies would literally transform. And that's something that we play into really heavily. Das haben wir schon mal gesehen. Also das Gameplay gerade sah total aus wie schon mal, was wir hatten. Jetzt rennen die diesem Wander schön oder was? Ah, doch nicht. Ja, das hatten wir wirklich schon mal. So you're basically running around collecting these monsters. Also das Reden quasi noch und loopen halt den Hintergrund des Gameplays. Ja. Es sieht halt echt. Sieht lustig aus, auch wenn es total dumm ist. Real life level. So like that guy that changed into a berserker, for instance, you know, ja, aber das muss man sich auch mal trauen, oder? Einfach mal an sich ein Demi-Quai-mäßiges Action-Kampfsystem in so ein Rollenspiel-Kampfsystem machen und das auch noch mit so einem modernen Setting, wo es eigentlich, wo nichts einen Sinn ergibt. Warum haben die Mana? It's a little meta, yeah. There's like a whole conversation that Ichiban has with his party members early on. And he's like, guys, did you see those monsters transform? And they're like, no, bro, but whatever it is that you're thinking, like, that's fine, as long as it helps you fight. I guess we've seen, I think I caught a glimpse of Kiryu showing up in one of the trailers or some gameplay. Can you talk about sort of how this is going to intersect with the existing, you know, Yakuza Judgment universe? So it is definitely. Stimmt ja, Judgment gehört ja zum Yakuza-Universum. Dieses Skandalspiel, ja, von der ja da eine der Hauptcharaktere davon Drogen genommen hat und deswegen die das Ganze umschreiben, also den Typ streichen musste und alles neu aufnehmen. Ich finde es lustig, dass die da so mega streng sind.
Ja, das ist ein huge deal, right? Wenn du aufs Ausländer da irgendwie einen Drohnen drückst, den irgendwie erwischt bist, glaub, dann wirst du, glaube ich, sofort aus dem Land rausgeworfen. And like you mentioned, Kiryu and some of our previous pro tags even are. Ich meine, diese Anti-Drogen-Ding könnte ich genau mein Ding, Alter. Ich kann ja nichts leiten, was den. Also, Alkohol trinke ich ja nur, damit ich nicht betrunken. Also, so, dass ich nicht betrunken werde. Und ich kann nichts leiten, was den Kopf benebelt, um es einfach zu sagen. Ich habe schon so oft Leute gesehen, die halt. Ja. Ach, jetzt. Leckt es auch bei dir? Oh, okay. Jetzt geht's wieder, gell? Nee. Moment. Oh, jetzt geht's wieder. It's just as bonkers as you might expect. Okay. There's still heartwarming sub stories. There's still very, like, you know, dramatic sub stories, but for the most part, the sub-stories lean pretty hard into the nonsense side of things. Not to mention all the. Hey, hat jetzt, ich bin kurz rausgetappt, gell? Hatte jetzt extra pausiert oder so ein Scheißens? Ich habe auf jeden Fall kein blödes Geplapper mehr gehört. Ich auch, egal. The thing that is huge in Yakuza games is all the different sort of mini games and activities. We've seen some of these teas. This has kart racing, is that right? Dragon Kart is a full-on, like, a Tokyo, you know, it's very popular in Japan where you, like, get in those, like, little go-karts and run around the town, but of course we had to bring our Yakuza twist to that with rocket launchers and satellites and all that kind of nonsense and machine guns. So that's, ich finde es gut, wie so ein Lokalisierungstypi, der das Spiel wahrscheinlich schon mal, wenn die Amis nicht kapieren, oder wenn es zu blöd ist, Sachen zensiert haben, wie der jetzt dafür gefragt wird. Your goal here in this minigame is to collect these cans and get the. Das sieht halt auch und das sieht halt auch schon wieder so dumm, dass es gut ist. Du musst einfach mit einem fucking Wagen Pfandflaschen sammeln. Und da gibt's sogar Gegner, die dir die Pfandflaschen klauen wollen oder was? Und warum sind da explosive Fässer? Das ist halt echt so dumm, dass es gut ist. There is a full-on business management mode sub-story happening, and it's just as intricate as Real Estate Royale was, where Ichiban will be tasked with taking over a failing confectionery company and taking that from a literally failing company to a great holdings company, where you'll have to recruit managers, assign them to properties, and go into these really epic, like, shareholder battles, where the shareholders are laying out their grievances, and you have to fight them and apologize to them. Naturally over the top level of Yakuza nonsense. Auch lustig, wie sich der Wagen gefüllt hat. That's exactly what I wanted to hear. I mean, the thing about this series that I love is that you wind up latching on to the thing that was you least expected. You know, there'll be some little mini game that you're like, that sounds weird. Who would be into that? And then, you know, you find yourself sinking 11 hours into it and you're like, oops. Yeah. Can you, are there going to be, is there going to be, ich frage gerade nach Dating. I've seen that kind of got dabbled in Judgment. Yeah, if you're familiar with the, I guess the Persona series, where you can level your kind of personality up a bit. If you raise certain levels of your personality enough, you might be able to approach some of the ladies you've met throughout the. Du kannst irgendwie Leute aus der Story daten oder so ein Scheiß. Kind of so it's definitely there. Was will ich mit Hostessen? Das war immer das Geilste. Now you mentioned Persona. That's another Sega property. Obviously, that's kind of the when people think like the turn-based JRPG. Sega makes, that's the big one, and now Yakuza is kind of dipping their toe into that. Sega hatte doch neben Fantasy Star doch noch irgendein JRPG-Ding, oder? Some learnings happening, and I think it's just auch echt nicht mehr. Of ideas that's certainly you're seeing with not only Persona but also like a Dragon. I love it. Yeah, so I mean it's interesting. Übrigens, ich eigentlich Yakuza frauenfeindlich, weil in den ganzen Yakuza Spielen, die ich gespielt habe, kannst du nie eine Frau schlagen. Das sehe ich halt nicht für Gleichberechtigung. Nicht gut. Can you talk about sort of the it doesn't, it like, it's weird because it doesn't
look turn-based. I guess the sort of the spacing seems. Das sieht tot. Was plappert der? Der sagt gerade, das sieht nicht rundenbasiert aus. Das sieht unfassbar rundenbasiert aus. So like you not only in during battle are you can for one automate as anyone that you'd want to automate, so you can make it incredibly snappy that way. Übrigens, ich habe noch was gerade rausgucken über dieses the characters are just kind of, you know, they're dancing around each other a little bit. And so like if a character is Metal Hellsing, also dieses Doom Eternal ähnliche Rhythmusspiel. Einstein wird es mitentwickelt von David Goldfarb. Das ist der Typ, der die Battlefield 3 Kampagne verbrochen hat. Oh Gott! Ich habe die ja nie gespielt. Ich habe ja Battlefield 3 nur einmal kurz auf der PlayStation gespielt und hab's fand scheiße. Aber ich habe gehört, die soll noch schlechter sein als die von 4, die Kampagne. Und die von 4 war schon so unfassbar scheiße. Ich glaube, bei also 4 Games gibt es irgendwie einen Zusammenschnitt, da hat man nicht mal die Kampagne gestreamt und dann auch die ganzen Bugs und Glitches gezeigt. Also hat er eine 1.0-Version da schon gestreamt. Nee, die schon fertig gepatchte Version. Oh Gott. Du weißt, ich mag alte 4 Games nicht, also schaue ich mir das eh nicht an. Und außerhalb davon gibt es, like, we're still figuring that out a little bit, but for the most part, we're... Haben sich man auch schon, wie wenig Mühe, die sich da bei den Entwicklern gegeben haben. Yeah, ich meine, mein großer Bruder, gell, war ja damals mega, der Fan. Also, da hat sich richtig auf die Trailer und so damals einen runtergeholt, kann man sagen, so literarisch gesehen. Und, ja, und dann war das Spiel halt, keine Ahnung, voll scheiße. Also die Kampagne. Der Multiplayer soll ja gut gewesen sein. Aber ich weiß ja, wo er mir extra gezeigt hat, schau mal, wie das Haus einstürmt. Es sieht so gut aus. Und like dann war das auch nur eine geskriptete Sequenz. Ja, natürlich. So hat sich immer geskriptet. Juhu, neue Infos über das Borderlands 3 DLC. Then check back tomorrow for another charity speed run, IGN Expo number 2, and Sony State of Play reveal stream. Summer is just getting started. Ja, es kommt eine Pause, deshalb vielleicht kommt ja wieder so ein komischer Trailer von einem viel zu frühen Stadion eines Spiels. Meine Frage, gell? Ich kenne ja eigentlich deine Top-Liste bei Tohu, sind irgendwie zwei Blondinen oder so, gell? Ich habe die Namen vergessen. Aber die Bilder, die du immer retweetest, sind nie die! Du retweetest immer Yomu. Die kenne ich nur den Namen wegen Yomus Geisterklinge. Wie kommt's? Kommt heißt es dadurch, dass ich halt von den anderen meistens nicht so gute Fanarts finde. Ja, ich müsste mal... Beziehungsweise ich meistens Artisten folge, die als andere zeichnen. Ja. Let's Plays and Live Streams. IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. IGN, the number one source for all games and entertainment fans worldwide. Everybody loves watching a speedrun of their favorite game. Also, da war gerade der beste Speedrun überhaupt, nämlich der Speedrun, in dem du nicht das Spiel spielst, sondern dich die ganze Zeit out of bounds bewegst. Every episode of Game Devs React to Speedruns. Alter, das sieht doch nach Spiel. Ich hasse es, ey. Oder hier. Kartenspiel-Speedruns sind eh das Beste. Weil es halt... Es ist Glück! Hey there! Do you have opinions on games, movies, TV or other weird stuff on the internet? You can take part in our new show Power Ranking. Ich finde gut, wie bei denen Werbung einfach nur Werbung für ihren eigenen Kram ist. Do it! Just go!
News, Games, and More is IGN's live news show every day of the week that covers all the day's news about games, movies, comics, and of course more. This is our daily live show that takes a rotating cast of going over all the latest news of the day while taking live questions and comments on chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern. See you there. This is IGN Summer of Gaming, and we are still in the midst of IGN Expo 1. Don't forget, all Summer of Gaming long, IGN is asking you to give to the Bail Project Fund and World Health Organization by clicking the donation links in the description of this video or heading on over to donate.ign.com. The Bail Project is schön, wie die Tussi, also die Person, echt einfach fünf Kugeln gezeichnet hat. Meanwhile, the World Health Organization's COVID-19 response. Wie kamst du eigentlich darauf? Hey, zeig mir mal die fünf Kugeln von Tohu. Langweiliger geht's ja gar nicht. Fucking fünf Kugeln zeichnen. You'll have a chance to win codes for games like Resident Evil 3 and swag from companies like Bethesda. And for even more Summer of Gaming goodness, download the TikTok app, follow IGN, and check out the Summer of Gaming hashtag, where you can watch along with live events from Summer of Gaming, submit your own Summer of Gaming moments, Summer of Gaming reactions, and Summer of Gaming plays. I just said Summer of Gaming so many times. Summer of Gaming. But we're only just now getting started, and we've got a lot to cover. So let's check out some more new trailers for incredible upcoming games. Rapid fire style. Judges. Show me the trailers. I have no idea what that's from. If you know, let us know in the chat. Mann, ist die lustig. Das ist Subnautica. Blue Planet 2. Ach, es gibt eine zweite Planet Erde, hä? komm schon, Blue Planet, ich halt, sag mal, der blaue Planet, Erde. Und also ich blaue Planet 2, Erde 2. Ja. Ah, kein Laufsimulator, ein Schwimmsimulator. So focused on this pod and the baby. I'm hoping to follow the baby for years to learn from her. Die heißen halt echt im Englischen Spermwall, also Spermenwale. Ja. Oh Gott! Ich hasse Englisch. Ich glaube, irgendwo wurde dafür auch die E-Book-Version von Moby Dick, glaube ich, zensiert. Weil da auch der Begriff irgendwie auch vorkommt und ja. Du kennst dich auch Tiere-Dingen. Also so scheiße. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an, wie heißt das Spiel? Safari. So ein PlayStation 3 Spiel, wo du einfach Tiere fotografierst, gell? Safari gehen. Ist aus irgendeinem Grund nie außerhalb von Asien erschienen. Ich meine, warum tut man nicht das Spiel so uns bringen, dass sich fucking Tiere fotografieren? Ja, Wasteland oder ne, Desperados 3 oder so. Gab's da jetzt auf GOG eine Demo davon? Ne, warte, das war Wasteland. Scheiße, ich kann mich nicht mehr entscheiden. Wasteland. Das ist sicher auch Wasteland. Dafür war das gerade so neumodisch. Ja. And sometimes the people with the biggest smiles have the coldest hearts. The marshals are sworn to uphold order in Colorado. Die sind also ich weiß, dass die Scheißreihe ewig gibt und so. Die sah typisch sagen gerade aus wie Leute von der Bruderschaft der stählerne Bruderschaft aus Fallout mit ihren Powerrüstungen. Und bloß wenn ich das vergleiche, muss das ja nicht bedeuten, dass ich sage, ja, das haben sie geklaut. Nein. Und die, das sind die scheiß Bruderschaft, die stählerne Bruderschaft, die hassen auch Kommunisten. Eigentlich nicht, denn ist ja jetzt egal, da ist hier alles kaputt. God brought me here, now he wants me to leave. Every group has a plan for Colorado's future, even those Butcher and Dorseys.
But it's up to you, Ranger. Whose side are you on? Und, aber wenn das von Deep Silver ist, heißt es doch eigentlich, dass das erstmal ein halbes Jahr auf Epic Games zuerst kommt. Denn irgendwie hat Deep Silver alle Spiele da. Ist das schon wieder aus nach Diablo? Nee. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, aber ich meine so ein Diablo-mäßiges Spiel. Ich tue das, ich kenne mich nicht aus mit solchen Spielen. Ist es nicht ein Paradoxon? Fight in real time, with Pause. So ungefähr lief auch Baldur's Gate. Hm. Könnte ich ja ziemlich aus mit Baldur's Gate. Hauptsächlich durch Barato. Ach so. Der hat ein paar ziemlich umfangreiche Videos zu Baldur's Gate bzw. allgemein zur Vergessenenreiche gemacht. Also den Teil. Der Vergessenenreiche ist das Pen- und Paper-Spiel, auf dem unter anderem auch Baldur's Gate basiert. Beziehungsweise wo die anderen von spielt. Ach so. Ich finde es übrigens gut, dass ja das Schwarze Auge bei uns auch immer die ganzen Spiele das Schwarze Auge heißen. Also der deutsche Name. Ich meine, es ist ein deutsches Spiel. Also das Pen-and-Paper-Spiel, worauf das ja alles basiert, ist ja ein deutsches. Hm. Ergibt ja Sinn, warum das noch den Originaltitel hat. Ich jetzt kein Krieg der Sterne. Alter, Minecraft. Separated into turfs. These turfs? Yeah, they're filled with all kinds of nasties, all right. Each gang's got their big, scary leader, too. Das sieht aus wie Parappa der Rapper, oder? Also so wie die Charaktere dargestellt sind, in diesem totalen 2D-Look, sieht halt echt aus wie Parappa der Rapper. Nee, das sieht doch so dreidimensional aus. Ja, ja, die Umgebung, aber die Charaktere meine ich. Die Kamera ist zu nah dran. Also ein 3D-Jump mal. Demon-Turf, okay. Könnte vielleicht nett sein. Ja, wenn die Kamera besser ist und so. Und die Animation nicht ganz so stockig aussehen. Ich weiß schon, dass sie das ein bisschen mit Absicht gemacht haben, aber es sah trotzdem nicht sonderlich gut aus. Weil etwas mit Absicht hässlich zu machen, heißt jetzt nicht irgendwie was Tolles. Und ich schaue Undertale an, der sich mit Absicht hässlich gemacht. Ja, das sind so Spiele, die habe ich als Kind schon immer gehasst, weil die viel zu kompliziert sind und die werde ich nie leiden können. Weltraumschlachten. Ich mag, wie das einfach keine Soundeffekte hat, wie im Weltraum halt. Das ist ein netter nettes Detail. Oder die haben halt einfach für den Trailer keine Soundeffekte eingebaut. Ja, aber Dual Universe. Und das Geile ist, die meisten neuen Spiele werden wahrscheinlich eh nicht mehr auf meinem PC laufen. If you liked those Dual Universe spaceships, you can actually download a file to 3D print one by visiting the Dual Universe site at dualthegame.com. And right now you can get a discount by using the promo code IGN20.
In other news, with AAA games like Mario Odyssey, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, and Psychonauts 2 leading the charge, the 3D platforming renaissance seems to be upon us. And it doesn't look like it's stopping at Mario Odyssey, 2 Jahre alt. Psychonauts 2, so ein Spiel, das wahrscheinlich nie rauskommt. Und was hat die noch gesagt? Achso, und ein fucking Remake eines mittelmäßigen Lizenzplattformers auf der GameCube und PlayStation 2. Ja, 3D-Plattformer waren noch nie so stark wie jetzt. In 2017, retro platformer Slime Song captured our hearts and kicked our asses, and now Fabroz, the studio that gave us Slime Song, is back with something brand new, Demon Turf. From Fabroz, please welcome CEO Fabian Rossifar and lead programmer Ben Miller. So we have entered the world of Demon Turf, which is a brand new platform that you guys are working on. Tell me about it. How did ich turf nicht irgendwie Toilette oder so ein Scheiß? Turf, Turf, Deutsch. Something that was brewing in my head for a while. Turf and, auf Deutsch. I've always grown up with platformers, 2D platformers and 3D platformers. Rasen. We really kind of did liebe Englisch. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Rasen damit meinen. And so we started experimenting with a 2.5D game at first, that then developed into Demon Turf, our now 3D platformer, our big take on the 3D platforming genre. Die Kamera gefällt mir immer noch nicht. Ich meine, die Animationen gehen jetzt, also die sehen jetzt schon besser aus. Aber irgendwas finde ich, sieht komisch aus an der Kamera. Sie sieht viel zu statisch aus. Stimmt, die geht immer perfekt hoch und runter wie dein Charakter. Das ist in keinem anderen 3D-Jump'n'Run so pingelig. Many other game developers like 15, 20 years to get accustomed to. And for you guys, it was just like 2 or 3 years, you're already into the next dimension. So what were some of the sort of challenges of going from 2D to 3D from a strictly platforming sense? I mean, honestly, and I think Ben can back me up on this, the weirdest thing about this project is how smooth it's been. Every time we tried out something new, it just kind of... Und die Kamera ist auch zu nah dran. Yeah, I'd say, especially on the mechanical side, a lot of the tricks we learned from SlimeSon... Hat die gerade einen Seitwärtssprung gemacht? Das ich hat Mario. And it just felt like a natural extension. Where actually was, where we did like find challenges was more on... Selfie auch. Natürlich, heutzutage kann jedes Spiel ein Selfie machen. Things that 3D makes a lot simpler, that then combining 2D and 3D like this actually brings in whole new challenges of like spacing and trying to get... You know, a tab on how enemies are facing and that kind of thing. That das sich der Greifhaken aus Virtual Jump Clank. Solutions for that work for both these kind of approaches. And this is because we are combining 2D art with 3D environments. I think that's kind of the. Ich kann mir erzählen, dass ich mal, dass ich ja Virtual Jump Clank 3 wirklich zu 100% gespielt habe. Ja. Cool it looks, I think. Mit den ganzen Herausforderungen. Yeah, it sort of reminds me of like when I first played Super Mario 64 and I was surprised at the amount of 2D elements in that game, so like fences and some blades of grass and stuff like that. It's almost sort of like this kind of Paper Mario-ish aesthetic where you have this 2D character that's kind of flipping on different planes or like going through sort of simplistic animation, but it's still very animated. And so, tell me about traversal in this game, because this character is doing an kind of incredible sort of Splatoon. Of different moves here. Nur das Splatoon, wenn die ins Wasser gehen, sterben die. A sort of a renaissance of kind of N64-inspired 3D platformers in the last few years. This character seems to have like a pretty insane move set. I saw like a hook shot and then transforming into a bat. We're now sort of like I don't know, like underwater jetting through this tunnel. Like, how did all this come together? It exploded. I mean, honestly, we kind of started working. Übrigens, aus irgendeinem Grund gefällt mir Ahead in Time nicht. Irgendwas stört mich an diesem Spiel. More dynamic jumps. We've got triple jumps, triangle jumps, super jumps, which are basically combinatorial ones that you can do with your other demon forms, which are the double jump demon form and the spin demon form, which allows you to traverse over a certain distance and then slowly fall. But then if you jump out of that, you create a super jump. And so that kind of just like it build up from each other. In a really crazy way. And what we did for progression is that we decided some of these things we're going to lock out and you unlock them throughout the game. And these are what we call the turf abilities. Basically, each turf brings a new one. And so the hookshot is the first one. The second one is the rolling demon, which you see right here, actually, which is basically a snake biting its own tail, becoming a wheel, and then you just go at it.
The third ability is a glide, which is essentially a crow demon that you can turn into. And then the fourth one is the craziest one that honestly we spend a lot of time on because entire games can just focus on that one mechanic alone, a timeout bubble. Basically, you can shoot out a spherical bubble that the longer you charge it, the bigger it is, that anything within that bubble, the time slows down. Enemies, moving platforms, bullets, you name it. Wow. So it's just got more and more. And then the really big part that is also a big focus. Sieht für dich immer noch interessant aus. Which Ben is a, you know, like is this love child. Also die Grundidee ist nicht schlecht. So I mean, like we're trying to find our own ways to sort of put our spin on the genre and for the combat, aber... try something different from like the typical health bar and game and down to zero health approach. So we tried to go for something very like momentum genau driven benennen. And physics-y where irgendwas stört dich. Also, was mich halt echt stört, ich besitze die Kamera, weil die einfach zu nah dran ist. Und dass sie halt so. Also, du musst halt bei den 3D-Jumpen, Mann. Zuerst musst du eine gute Kamera liefern. Und diese Kamera gerade sieht sehr so spielergesteuert aus. Weißt du, dass du die ganze Zeit umdrehen musst. Aber wenn du einen 3D-Jump-Man spielst, spielst du ja meistens mit den normalen A, B, C-Knöpfe, weißt du? XY, genau. X4-Kreis halt. Und du kannst nicht XY-Kreis gleichzeitig benutzen mit dem Analog-Stick. Also, das ist halt so eine Sache, die, da frage ich mich, springt man dann mit dem... Weißt du, mit dem Schultertasten? Das wäre ein bisschen beschissen. Also wenn ich mit der Kamera leben könnte, und das, keine Ahnung, ob ich es könnte, dann könnte das Spiel ganz interessant werden. Das ist übrigens China's ist das. Mit diesen, du kannst anscheinend das selber ändern, indem du springst. Nee, warte mal, das ist Mario Sunshine. Das sind diese Kacklevel. Das stimmt ja da schon. Nee, das finde ich mehr wie Giant Assistants, wo du halt deine Form ändern kannst, um halt so bestimmte Abschnitte zu lösen. Aber gerade hat man doch gesehen, dass die. Ja, beim Sprung ändert sich jedes Mal. Schau her, jetzt springst du wieder und dann ist weg. Und dann Doppelsprung halt. Wieder gesprungen, Doppelsprung. And on top of that, then on top of that, there's also, that's when we introduce the turf abilities so that you start re-exploring these levels with this new mechanic that lets you engage with sort of new parts you wouldn't have dealt with previously. And also it's kind of freeform so that you have levels but also you can do that. Okay, es gibt Levels, aber es ist ja auch so ein Ding, warum auch immer 3D-Jumpen, wann's bis auf Crash Bandicoot jetzt immer diese Overworld haben müssen mit den einzelnen Level, die du auswählst. Es hat so wie immer. Und das nur, weil es Mario 64 hatte. Ich denke gerade so nach. Also natürlich hat es Banjo Kazooie und die ganzen anderen Kackwerke-Spiele. Dann hat es Spyro, hat es ja auch. Ratchet & Clank hat, ja, nicht ziemlich open world. Also es sind schon Level an sich, aber es hat, die Level sind auch sehr offen, muss man sagen. check ich auch, hat eine Overworld und da kannst du Level auswählen, oder? Jack hat eine große zusammenhängende Welt. She's kind of, you know, rough shell, but aber indem du trotzdem dann so einen festen Weg hattest, um ein Level abzuschließen, oder? Also wenn du in dem halt dann in diesem Gebiet warst, sag ich mal so. Halt. Well, when you grow up. But she wants to prove that, hey, if I say I can take over these gangs, believe me, you know, and like, please don't let me be alone all the time, because she's actually... An sich hat ja Mario Odyssey, hat ja keine Overworld. And so that's kind of the narrative that drives... Aber dafür sind halt diese ganzen Welten total offen. Without a doubt, she's all about, you know, attitude.
I like that because it's not just like toed. It's like specifically like there's it's definitely yeah. That's exactly. It. Also stell mir vor, so auf einmal ein neues Parappa Spiel. Parappa der Rapper. Das wäre auch so ein Ding. Das wird niemals passieren. Obwohl, wenn die fucking Alex Kidd neu machen, dann kann das immer noch passieren. Obwohl, ich glaube, selbst Alex Kidd, ich bekannt und berühmt. Und ich will nicht sagen beliebt, aber ich glaube, ich bin immer noch bekannt als Parappa der Rapper. Parappa der Rapper, ich hatte echt so ein vergessenes Spiel. These are real entities, these are characters that stick around. So they hang around in their hub and you talk to them and they're like, yeah, I'm not. You can't fight me until you convince my gang that it's even worth it. And then you fight them, and afterward they actually address you as the boss, begrudgingly, of course. Also, sie reden echt schon ganz schön lange über das Spiel. The feel of the world. No, I love it. Now, you listed some platforms at the end there. Any idea, like, around, like, sort of a release date or anything? Ja, ich glaube, die kommen langsam zum Ende. I want to play it. That's basically what I'm asking. Ja, die jetzt anfangen mit den Release-Datum zu sprechen. Well, so we're still working on it. So that footage is still technically alpha footage. We don't have a solid release date yet. I can give you end of this year, beginning of next year. Sweet. Platforms, we definitely can confirm PC, so Steam and Epic Games Store. We can confirm Nintendo Switch. And we will most likely release on an Xbox platform. Es müsste dann wieder Werbung kommen oder awesome. So. Thanks guys, we look forward to hearing more about Demon Turf in the future. Der hat halt echt sich umgezogen für das Yakuza-Ding. Well, Brian got to show off Demon Turf, but I have a commercial break because sometimes work assignments aren't fair. Wollen wir das morgen überhaupt anschauen? Es dreht sich nur in PlayStation 5 und kein von beiden juckt die. Aber können wir trotzdem das mal anschauen und unsachlichen ist das so labern. Or on IGN 1 on your Samsung TV Plus. Ja. We'll be right back. Ich würde eh dann, weiß schon, sagen, ja, Sony, scheiße. Ich würde die nie wieder kaufen. Wegen. Ich meine, das wird ja hier aufgenommen. Ich meine, Alter, unsere Meinung, wir spielen seit über 20 Jahren Videospiele. Zusammen haben wir über 40 Jahre Videospielerfahrung. Wir haben fast schon mehr Ahnung von dem Ding als manche Fachpresse, meiner Meinung nach. Wenn mir niemand was erzählt. Going over all the latest news of the day while taking live questions and comments from chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern, and you can find us on mixer.com/IGN, youtube.com/IGN, and twitch.tv/IGN. See you there. The next generation of video gaming is on the horizon, and IGN is here to bring you the latest PlayStation 5 and Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. From frame rates, services, features, peripherals, and even all the new tech jargon, Next Gen Console Watch 2020 will keep you up to speed on everything leading up to the next generation of gaming. Join us every Friday for a new episode. Not only is IGN the world's biggest media brand for games and entertainment, but we also have a team of some of the world's biggest fans of your favorite franchises. From breaking news and exclusives, never-before-seen looks at movies and games, to reviews, let's plays, and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. IGN, the number one source for all games and entertainment fans worldwide. If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? We're constantly updating our feeds to bring you the latest news, gameplay, custom original content, the best user-generated videos and art, memes, and a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Welcome back to IGN Expo 1, a part of the Summer of Gaming. Don't forget, all Summer of Gaming long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and Bail Project charities. Be sure to click the donation links in the description of your video player or
go to donate.ign.com for more information on how and where to donate. Let's get back into it. Observer is a cyberpunk horror game that was first released back in 2017, and now it's getting augmented, upgraded, and enhanced with a new coat of paint thanks to a next-gen release. The fine folks over at Bloober Team are about to give us a sneak peek at Observer System Redux, and you know what? I'm going to be nice and let you look at it too. Take a look. Go ahead. You can do it. Hi everyone, I'm Tomasz Bączkowski from the System Redux dev team. Today we'd like to show you an extensive gameplay demo, including the first glimpses of brand new story content. But first, let's take a look at how we use the next-gen power to deliver an even more immersive vision of year 2084. For Observer System Redux, we've rebuilt and upgraded the visuals in practically every aspect. The game uses now improved assets, including 4K textures, new high-quality animations and models, as well as upgraded particle effects and simulations. We've also significantly increased the overall lighting quality across the whole game, with the support of HDR and ray tracing, and thanks to such effects as volumetric lights or global illumination, System Redux delivers a much more atmospheric and impressive depiction of the dark cyberpunk future. Last but not least, we take advantage of the SSDs to massively shorten loading times so that they're mostly unnoticeable for the player. Of course, Observer System Redux. Leider könnte es ein total langweiliges Spiel auf Server, das es ja schon gibt. Oh, okay. Und ich habe einen Lauf-Simulator. Das wird jetzt in 4K und 60 FPS. Ah, schön. Übrigens, mir noch ein 3D-Jump'n'Run eingefallen, das keinen Overworld hat und so. Rayman 2 und 3. Right now, you're on the trail of the serial killer, but the victim just died before you could finish your neural interrogation. Ich der Kaiser, oder wieso stehen da so rum? Habe ich nicht damals, wo wir fünfmal Kaiser hatten, habe ich da nicht sogar die Stimmen ausgemacht? Ja. Es ging halt so dermaßen auf den Sack. Ich habe es heute mal zu den Neulingen erzählt, weil die hatten halt auch so ein Spiel. Die Gegner waren schon die richtigen Arschlöcher und haben Easy Game und sowas so einen Scheiß geschrieben, gell? Und die Iria von denen, also von den Gegnern, statt den Nexus zu zerstören, steht die lieber vor dem Fountain und macht einen Backport-Spam-Scheiße. Und ja, die hatten Blitzcrank in Team. Du kannst dir denken, wie es da ausgegangen ist. Die wurde dann gehuckt und wer hat am Ende gewonnen? Nicht die Iria. Das war so richtig Karma, weil die größten Arschlöcher hätten das Spiel finishen können, wenn man nicht so große Arschlöcher wären, und hat es dann dadurch weggeschmissen. Ja. Alter, was sind das für Vögel? Wieso frauen die nicht ab? Das Mannequin verhält sich ganz schön kopflos. Der Tübi will sogar das Spiel auf YouTube hochladen, weißt du? Der neue Tübi. Ich finde das lustig. Sein Kumpel hat übrigens Kindred ADC gespielt. Okay. Ja. Also schon irgendwie, sicher schon ein bisschen trollig.
kann man ja nicht was sonderlich gut spielen. Aber es ist schön, die Item-Builds von allen anzuschauen. Die hatten Level 200er Olaf im Team, warum auch immer. Weil schon, neue Spiele werden mit Level 200ern gerankt und der Olaf hat auch am meisten rasiert von denen. Aber was kauft Olaf? Zwei Rettungsanker-Items, der Klassiker. Und was kauft der Morde von dem Gegnern? Hextech Gunblade und Hextech Protogürtel. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. Das Spiel gibt es übrigens eigentlich schon seit 2 Jahren oder so. Let's fast forward a bit for the sake of this presentation. After the risky hacking of Helena's dead mind, Dan is closer to finding the killer, but starts to experience hallucinations. Disturbing visions, previously experienced only when hacking somebody's mind, begin to seep into the physical world, blurring the line between what's real and virtual, which is another of the important issues discussed in the story. Das grafiktechnisch sieht das Spiel wirklich hübsch aus. Also jeder Kacklauf-Simulator hat eigentlich ziemlich gute Grafik. Dafür haben die ja kein Game Day. Nee. 69. Dance has got a distress message from an unknown sender. If you follow this lead, it will start another of the new quests, Aeron Signal. These new cases are all designed to explore thought-provoking themes of a future that soon might become our present. But there are more than that. We're designing a full package along with new puzzles, game mechanics, and mind-bending Dream Eater segments. With the code from the club. Magst du eigentlich das Cyberpunk-Setting? Sind echt cool. Gibbons halt. Es gibt gefühlt keine guten Spiele in diesem Setting. Weil Final Fantasy 7 ist ja mehr Steampunk und 8. Die sind ein bisschen anders. Ich jetzt nicht. An sich, ich habe fast jedes Cyberpunk-Spiel ja auf. Basiert ja größtenteils auf Blade Runner. So von der Ästhetik her. Immer sehr düster, dreckig. Es regnet irgendwie immer. Und dann hat man irgendwelche. Ja. Aber voll neumodischen Kram. Und dann versuchen Cyberpunk-Spiele meistens sehr oft. Auch so psychologisch zu sein. Eben wie Blade Runner. This concludes today's presentation, but stay tuned for future reveals of all the upgrades and new content we're working on. Observer System Redux comes to PlayStation 5 and Xbox Series X later this year.
Thank you for watching. Okay. Scheiß nicht sonderlich interessant aus. Alright, well, to see the Observer Lauf-Simulator. Stunning, magnanimous 4K resolution, head on over to IGN.com and you can have it as a treat. Schau dir, wenn es dich interessiert, dann schau einfach einen Longplay an. Dann hast du das ganze Spiel gesehen. Summer of Gaming, where you can watch along with live events and submit your own Summer of Gaming moments, reactions and plays. While we're still on the subject of Observer, here's something that I've observed. Segways are very hard to write. That's right, I'm talking about Borderlands 3, everyone's favorite cel-shaded open-world looter shooter. Gearbox has done a great job supporting the game with a mess of story-driven DLCs, and they've got another one in the works. Our very own Mark Medina talked with the developer about Bounty of Blood. Let's see what he found out. Ja, okay. Wieso hängt das jetzt bei mir? Weil jetzt Borderlands 2 kommt. Was hast du denn heute so gegessen? Kommt ja jetzt eh nichts Interessantes. Und die haben anscheinend den Stream beendet. Perfekte. Die wissen halt, dass es gut ist, als dass es scheiße ist. Wie geil. Komm. Nix sich so in der Gwechi vor der Let's 3 und schon beenden sie den Stream. Danke. No. Aber in den Chat machen sich jetzt alle drüber lustig. Ja, wir drücken F, um zu kondolieren. Mhm. Und eigentlich habe ich gesehen, alle Dinge geschrieben, irgendwie so irgendwie Sweet Karma oder so. Ja, kaum kommt so Borderlands kommt, schon schmiert irgendwie der Stream ab. Ja. Ist Borderlands eigentlich wirklich erfolgreich oder wird es nur so erfolgreich gemacht? Ich glaube, es hat sich schon einigermaßen verkauft. Der Hype Train kommt. Und der Stream liegt wieder. So ja. Ich habe mal so lange was zu trinken. Okay. Juhune Japan Welt. Oh, awesome. So it's like, it helps you get into any of them. Okay, so we're in a Western now. We're in a Western setting. What's it like to be on this planet and travel around and meet these new characters? Yeah, Gehenna, again, it's a brutal frontier planet. It was once this company's, long gone company's testing ground for new types of weapons and biological experiments. And this whole planet is now overrun by these genetically modified beasts and their keepers, and the Devil Rider gang has learned how to tame them. So throughout the game, you're going to see these Devil Riders like riding these experimental creatures, but also while you're on the frontier, Shooter, that's exactly what it's called. Cannon shooter, like it's a cannon mount. And then there's also that's this what we call mortar. Them. Yeah, exactly. That is the technical ship name of that gun. But there's also a mortar launcher you can find for the Jet Beast. But the frontier is an amazing, like, it would probably remind you of a typical Western frontier, but there's influences from all over the world. But then we travel to some very, very interesting locations, a lot of which I, you know, we're not going to spoil today. But there's a lot of mysteries, and Bounty of Blood actually is a self-contained story. The only characters that we're familiar with in this are the Vault Hunters themselves. So every single character in this DLC is brand new. How much does a DLC like this, when you think about bounties, how much does it offer to be able to sprinkle in like weekly or maybe even daily challenges where it's like, hey, we need you guys to gather a team and you know, here's the bounty, and like, go get this person. There's already a lot of that in Borderlands 3. Does this DLC just add to that?
Well, this is a more of a traditional campaign DLC where everything is already packaged into it, as opposed to like weekly events that our live team works really hard and does an amazing job with, like with takedowns and all of those events. This being a campaign DLC, we do have essentially other bounties for special, high ranking Devil Riders that you can. And the cool thing about the challenges within a Bounty of Blood is that they change the town in some way. So if you go do a creature challenge, you'll actually see, we have a tannery where you'll see that hide displayed as kind of your trophy. And we also have a theater challenge. We have a theater in our town of Vestige. So we have the frontier planet, the blast or part of the planet, which is called the Blast Plains. And then we have the town, which is called Vestige. And the town has been overrun by the Devil Riders, and that's why the sheriff has issued the bounty. But if you do certain challenges and things for the town, it changes the town in some way. So this theater challenge, you can find these lost film reels all across the DLC. And every time you find a lost film reel, you can go back into the theater in Vestige and see part of the film play out. And if you complete the entire challenge, you can watch a small film. Bin wieder da. Okay. Hallo. Übrigens, wo ich der MacWire 4 gestreamt habe, gell? Habe ich vergessen, meine Bluthochdrucktablette zu nehmen. Bin dann auch ohne da ins Bett gegangen. Cool pistols, all this, like, what can we expect from this? Ich habe jetzt nicht so viel gemerkt, also. Oh yeah, so, you're gonna get a bunch of new loot, some cool new legendary guns, as you would expect from any sort of DLC prop from Gearbox in Borderlands. But yeah, we do have pistols. You can't have a Western without pistols, but not all the new loot that you find will be. Und was hast du eigentlich gegessen? Jetzt mach mal die Frage. All sharpshooters. Yeah, that's right. Nichts Besonderes. We have something called a bubble blaster that you will find. Meine Frage, gell? Diese nichts Besonderes Antwort. Die wird sich niemals ändern, oder? Wann isst du schon mal was Besonderes? Davon kannst du ausgehen. Oh Mann. Erzähl halt mal was. Kommt ja eh nichts Interessantes. Okay. Wir sind übrigens auch bei dem Lösungsbuch sind auch Easter Eggs und so ein Kram dabei. Die sind jetzt so ein bisschen. Das Interessanteste sind auch wenn ich die eh kenne, die ganzen Gebietsnamen sind sehr oft eine Anspielung an alte Zelda-Teile. Das sind sehr viele zum Beispiel von Link's Awakening. Und Link's Awakening hat einfach gar nichts mit Hyrule zu tun. Es sind halt nur Easter Eggs, also. Ich finde es nett, weil ich dann, hey ja, der Fratzen. Okay, Fratzen, das wusste ich jetzt nicht. Oder was am lustigsten ist, dass da mal Majora's Mask Namen drin sind. Und wie tun die beschissenen Zelda-Profis immer sagen, ja, Majora's Mask liegt doch Link tot. Nein. Ich hasse diese Theorie. Ach ja, ich habe die zweite Reihe an Herzen schon in Breath of the Wild. Juhu! Das ist immer so der Moment bei Zelda, wenn du weißt, juhu. Übrigens, da passiert bei fucking 16 Herzen. 16! Also kannst du maximal 30 Herzen haben. Ich glaube, so viel gab es noch nie in Zelda. Der Stream leckt schon wieder bei mir. Übrigens, wo du weg warst, gell? Warum machen wir tot? Was jetzt, glaube ich, gerade wieder passiert. Also bei mir läuft das Stream noch flüssig. Okay. Ich habe einmal Pause und wieder Ding gedrückt, dann ging es wieder. Kennst du eigentlich den Film Tremor, die Raketenwürmer? Von Namen her, nie geschaut.
Ja, ich habe den angeschaut, der ich ja mit Ogen Kevin. Also der eine der Hauptcharakter, der ich halt ein Kevin. Kevin Spacey war es nicht, ein anderer halt. Und es gibt halt Gegner in diesem Zelda-Spiel, die funktionieren genauso. Das fand ich lustig, wo ich dann die Beschreibung von denen gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh scheiße, das kenne ich ja irgendwoher. Übrigens, ich, das ist ein guter Film, den kann man anschauen. Ich habe ja sonst nichts zu erzählen. Warum ihr sagt, immer die sind jetzt bei Borderlands sind jetzt irgendwie ein FOV von gefühlt 5 haben oder so. Stimmt. Ich dachte schon, warum ich da so komisch reingezogen. Jetzt geht's wieder. Ach ja. Weißt du, wenn es so ein Riesen-Event, sage ich mal so, nicht gescheit funktioniert, und dann soll also Gaming als Streaming funktionieren. Coming up, IGN Summer of Gaming Expo continues with even more new games and reveals. You can follow us on TikTok, send us a yappa. Der Dude hat echt jedes Mal sein T-Shirt an. Make noise in the chat, whisper softly in our ears. I don't know. You know the drill. When we come back, we'll be exploring the Waylands, so stay tuned. IGN Summer of Gaming is brought to you by Fuser, who will be partying with us all summer long. Okay, dann schon wieder Werbung. Ja. News, Games, and More is IGN's live news show every day of the week that covers all the day's news about games, movies, comics, and of course, more. This is our daily live show that takes a rotating cast of IGN talent, going over all the latest news of the day while taking live questions and comments from chat. We're live every Monday through Friday at 4 p.m. Pacific, 7 p.m. Eastern, and you can find us on Mixer.com/IGN, YouTube.com/IGN, and Twitch.tv/IGN. See you there. If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? We're constantly updating our feeds to bring you the latest news, gameplay, custom original content, the best user-generated videos and art, memes, and a whole lot more. Be part of the conversation throughout the year. The memes! Super! Good. Everybody loves watching a speedrun of their favorite game. But what if you got the opportunity to peek into the minds of the developers while they watch their games getting completely wrecked? That's exactly what happens in every episode of Game Devs React to Speedruns. Yeah, you can do that. Oh my god! Yeah. We invite you to ride along with the developers as they react to, question, and enjoy some of the most skilled players exploiting and speeding through a game it took years of their life to create. Join us every Saturday for a new episode. The next generation of video gaming is on the horizon, and IGN is here to bring you the latest PlayStation 5 and Xbox Series X news and analysis in our new weekly show, Next Gen Console Watch 2020. We'll bring on the experts to discuss and analyze all the latest developments around these new consoles. From frame rates, services, features, peripherals, and even all the new tech jargon, Next Gen Console Watch 2020 will keep you up to speed on everything leading up to the next generation of gaming. Join us every Friday for a new episode. Welcome back to IGN Expo number one, part of IGN Summer of Gaming. Don't forget to give to the Bail Project and World Health Organization by clicking on the links in the descriptions below to help combat COVID-19 and reunite families. Ah, Sydney. Sydney, Sydney, yeah. Sydney. As the sun sets and the day turns to night, I often lay alone in my quarters, the candlelight flickering around me while I wistfully dream of a simpler time when classical party-based okay, in Breath of the Wild kannst du dich als Frau verkleiden. Bountiful in a plenty. And then I remember the upcoming classical party. Ich als Transvestit fühle mich dadurch angegriffen. The Waylanders, and all is right in the world. Huzzah, forsooth! Müsstest du dich nicht eigentlich nicht dadurch repräsentiert fühlen? So, nee, das ist... Du hast noch nicht verstanden, wie die moderne Welt funktioniert.
Man darf heutzutage nicht mal einen Scherz machen mit Transgender oder so ein Scheiß. Das ist nicht verboten. Das ist nicht voll frauenfeindlich. Das sind aber keine Frauen. Ach, halt die Schnauze. And yes, that means it is still very much a work in progress. Bugs are still being discovered and weeded out, in-engine cutscenes and conversations still lack animations or lip-syncing, and plenty of items... Juhu! Titten von einer Frau, die vom Gesicht her 80 ist. ...good look at what to expect from this ambitious and promising RPG. The Waylanders is a unique blend of historical fiction and mythic fantasy, set in the ancient real-world region of Brigantia. Also ich fand's besser an Anfang, wo sie nur Trailer gezeigt haben. Written by veterans of games like Telltale's The Walking Dead and Fallout New Vegas, its story revolves around what happens when some of that magic becomes corrupted, and how our choices in light of that ripple across history. And while we'll see the consequences of those decisions depicted as the story jumps forward in time to the Middle Ages and back again, the Early Access build is primarily focused on the first Celtic Age segment of the game. Combat, which mechanically feels like the most fleshed out aspect of the build at this stage, is a comfortable take on the classic active... Hast schon probiert mal, der McQuaid zu starten? Nee, noch nicht. ...healer classes that evolve with new attacks, abilities, and subclasses as they level up, but there are a couple of interesting choices. First and foremost is the Waylander's formations mechanic, which allows characters to rally other... Frage ich jetzt die, kann ich jetzt Metal Gear Solid 2 eigentlich streamen? These can range from historically inspired arrangements like classical Greece and Phalanx, to the mythical Sorcerer's Conclave, nachdem mein PC sich ja wieder beruhigt hat. And selecting which characters in your party are part of a given formation provides an extra layer of strategy too. The more members in a formation, the more damage it can deal or absorb before breaking, but pooling everyone into one big group drastically limits your options. Perhaps instead of channeling the entire party's energy into a magical golem that will stomp all over its foes, you can opt to put three of your five total party members into the Guardian Shield Dome to provide cover as your two spellcasters bombard the enemy from a distance. It's a really flexible system that seems... Das erinnert mich gerade an Asterix. And that goes for the Waylander's configurable AI as well, which allows you to toggle back your party members' behavior to only take actions you command, or... Auch schon wieder etwas, das mir aufgefallen ist. Jedes Mal, wenn die so ihre Form wechselt, ruckelt es kurz. Ich meine, ich auch wieder Early Access, ich in Ordnung. Also, es fällt halt einer auf. Classic RPG style, and this goes for exploration as well as combat, is the Waylander's dedication to making the experience just as enjoyable for players who prefer... Sieht das für dich interessant aus? Quickly swapping from a top-down or three-quarter perspective to a third-person follow cam with the push of a button is a great quality of life innovation, and something I'd like to see other modern takes on the old-school RPG adopt. And while it's still a bit more cumbersome than a traditional third-person camera, it's still the best execution of the idea I've seen in the genre that's really managed to get past the really zoomed-in ISO cam feel. Neverwinter Nights. The option to experience the world from ground level instead of the traditional eye in the sky... Das sehe dann schon ins Dragons-Universum, gell? The scene of the world of the Waylander so far has been beautiful. From villages surrounded by crackling with mystical energy, every environmental pixel is Neverwinter Nights ist, glaube ich, sogar im selben Universum wie Baldur's Gate. Oh, sehe ich gerade, was mit dem Chat los ist? IGN is such scum telling us Mortal Shell will be on it for 30, but giving us 2 hours of ads instead. IGN's website is a buggy ad field cache grab mess, plagiarizing actual hard work of other people. Okay. And with a fresh take on RPG system, sind es Bots oder so? Ja, und dann eine Copypaste. Ich jetzt so. Ich weiß nicht, was dieses Mortal-Ding sein soll, dass ich nicht mal bekommen werde. A wild mix of an action RPG, an RTS-style base builder, and a tower defense game. Take a look at some exclusive gameplay from its fiery lava environment. Some Mortal Shells kommt mir gleich bekannt. Race is under attack. Okay, das sieht halt aus wie Ding. Bisschen wie Warhammer.
Aber ja, StarCraft. Und das sind die X-Force. StarCraft ist also stark von einem Wipe inspiriert. Ja. Wie passend. Aber es sind halt mehr so komische Zork-Aliens statt. Vorher mal gibt's ja Orks und anderen Kram, jetzt nicht so wirkliche Aliens. Ich mag ja Dawn of War 1. Achso, das weißt du ja. Wir haben ja mal gemeinsam gespielt. Und unsere beste Runde war Necrons versus Necrons. Ja. Die war wenigstens sehr ausgeglichen. Wenn niemand gestorben ist, Kackviecher. Like what you see, then head on over to IGN.com or YouTube.com/IGN. Ich meine, das Spiel sieht ganz so interessant in Ordnung aus. Base is under attack. Also irgendwie, ich schaue gerade nach, also Riftbreaker soll irgendwie so eine Mischung aus StarCraft und Diablo sein. Base is under attack. That was Tom Marks. Wie langweilig. Also das irgendwie so. You're still here? Hat dieses Top-Down Hack and Slay irgendwie noch mit ATS-Elementen. That's not me being rude or kicking you out. That's actually a video game name that I'm. Ja, aber ich will Basenbau und ATS-Kram und nicht das andere Kram. Three friends, a valuable lesson about friendship, as the four of you blast the crap out of a bunch of unthinkable horrors while exploring the depths of a creepy facility. Video games. Aren't they great? Und dieses andere Spiel davor, nach dem Chat, da scheint dieses Mortal Shell, scheint irgendwie ein Action-RPG zu sein. Oh. Another free update. Yeah. Dass ich Killing Floor nur in düster. Fast gesagt System Shock, aber nee, das ist sicher ein Koop-Spiel, bitte. Aber ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Von den Gegnerdesign könnte es halt System Shock sein. Das ist so komische, deformierte Menschen sind. Wir müssen nur noch Danke sagen, wenn ein Ding. Wenn du es ja umbringst. Ich hab's auf jeden Fall mal schon mal auf Steam gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Na, werden wir wahrscheinlich bei mir später nochmal sehen. Ja. Dass sich Aliens vor nur mit Zombies. Dass ich Resident Evil Operation Raccoon City. Oh Gott. Das Spiel war jetzt nicht so scheiße wie immer der Tod. In irgendeinem Spiel habe ich schon mal so einen komischen Schleim gesehen.
Die Musik ist extrem unpassend. Man kann auch sagen, dass er einfach nur für den Trailer ist. Ja. Also das, was man von dieser Spannung, die man aus der Musik hört, sehe ich nicht in den Trailer. Und anscheinend haben die... Oh! Haben jetzt die ganzen Copy-Paste-Nachrichten loswerden, haben die jetzt aber nur Emote-Chat angeschaltet. Oh Gott! Wenn man mit Kritik nicht umgehen kann. Mit Compa IGN. Aber trotzdem sind die Weltmarktführer in Sachen Videospielberichterstattung. Die größten Vollidioten. Hast du jemals irgendjemand positiv über IGN reden hören? IGN? Ich weiß noch nicht. Wo kriegen die ihr Geld her? Ich hab's auch noch nie gehört. Alle finden die immer scheiße, aber trotzdem sind die irgendwie Weltmarktführer. Wie haben die das hinbekommen? Ah, GTFO heißt das Spiel. Jetzt war sie wieder. Ja, das habe ich schon mal auf Steam gesehen. Soll irgendwie so ein Hardcore-Coop-Shooter sein. So ein Hardcore sieht's jetzt nicht aus. Ich hätte typische Zombie-Scheiße. Trailer war auch viel zu lang. Ah, man kann wieder Sachen schreiben. Und ja, es geht wieder los. Believe it or not, this is still just the first of four IGN Expos we put together as part of the IGN Summer of Gaming. Collect them all! And it's not over yet, so don't forget to check us out tomorrow for Expo number 2, plus another charity speedrun and Sony's State of Play conference, where I think they're going to talk about a small system called the PlayStation 5, finally! That would be nice! And don't forget, all summer long, IGN is asking you to give to the World Health Organization and Bail Project charities. The World Health Organization's COVID-19 Response Fund is dedicated to studying, tracking, and combating the coronavirus. Well, I think it's a new emote-chat. The Bail Project is a non-profit immer noch nicht weniger, warte. Families and restoring the presumption of innocence, both good causes. Not only that, but by donating, you'll have a chance to win codes for games like Resident Evil. Ah, jetzt weiß ich endlich, was die meinten. Du kriegst irgendein Scheißgeschenk, wenn du da donaten tust. Okay. Aber mit Zufall. On how and where to give. And now, the moment we've all been waiting for, we are exploring Mortal Shell, the debut game from Cold Symmetry. This is an action RPG with tense, deliberate combat and punishing enemies set in a terrifying hellscape for players to explore at their own. Das ist nicht das Spiel, was alle immer wollten. Followed by your first look at gameplay, complete with developer commentary. And if you like Souls-like games as much as we do... Nein, ich mag keine Dark Souls-Klone. I do not deserve absolution, yet still I seek it. You must find his name. Es sieht halt jetzt schon zu langsam aus. Thank you.
Also ich sehe nur den ersten Schlag von diesem Spiel und jetzt nicht mehr zu langsam. Und was interessant war, finde ich, weil der Typi haut dann mit dem Mega Zweihänder, das größer war als er selber, ein Gegner und du siehst einfach nicht wirklich, dass das der Gegner dadurch arg beeinträchtigt ist. Der ist ein bisschen nach hinten geflogen. Das sind glaube ich die Entwickler von Mortal Shell is an action RPG announced earlier this year that has fans of a certain notoriously difficult game very excited. Right now I'm joined by the fine gentleman from developer Cold Symmetry. Guys, thank you so much for joining us today. Hey, hey. Great to see you. Thanks for having us. This game looks awesome. People are really, really stoked about it. Let's start with the shells from the title. What are the shells? The shells are the playable characters in the game. Through inhabiting them, you learn more about who they were. You get in touch with their abilities. Kratz hat sich so ein bisschen mit angefangen zu spam. Okay, so, what you see on the screen is Harris, which is one of the first shells you actually acquire. And just wanted to clarify that. No, go ahead. Their abilities, they're really each of their abilities are tied in with their storyline. So you might have someone who was an executioner and someone who was a poisoner. And so you'll get, as you get to know who they were, when you unlock their storyline, you see here that we're learning who this shell was, what their name was. And each time you unlock a little bit more about their history, you acquire one of their abilities as well. So how many shells are there, or do you even know yet? Oh man. It sounds like they were going to be providing different types of gerade presets. Ich habe gerade so auf Twitter geschaut. Und du kennst ja wahrscheinlich auch Kotaku, gell? Ja. Ich auch so eine Scheißseite. Und selbst die berichten jetzt darüber, dass in Team Fortress 2 Spam-Bots das Spiel fluten, die nur rassistische Sprüche rausbringen. Execute the dodge in a certain way. Man merkt schon, dass Valve ein kompetenter Entwickler sind, oder? Es gibt Leute, die verteidigen Valve. Wie kann man? You will also see how each of those abilities really tied in together and in the one specific theme that one shell represent. And the more you uncover, the more you learn what their strong side really is. Wow, Valve hat ein Spiel rausgebracht, das wahrscheinlich das Ego-Shooter generell mehr geschadet hat als alles andere und der Rest sind nur verbesserte Mods für ihr ursprüngliches Spiel. It is close to the beginning, so that you can, so that you'll be able to kind of choose one to which suits your playstyle the best. Also die letzten Bots, die Team Fortress 2 hatten, die wirklich schlimm waren, waren die Lag-Spike-Bots. Die haben den Server auch so gemacht, dass du Lags hattest einfach. Das war unspielbar. Die haben sie aber nach einem Tag wirklich rausgekickt, das muss man sagen. Da haben sie endlich mal was bewiesen. It can kind of have tactical advantages, but the big disadvantage is that you only have one HP when you're in that state. So you have to be super careful. You can get back into the shell a limited number of times. You've got to really manage your HP, manage your stamina. Wenn das Spiel, gell? Ich hab's ja letztens so gesagt, wo wir den McQuay gespielt haben. Und da habe ich ja so gesagt, dass dann Leute kommen, die meinen, dass Sekiro ja nicht Dark Souls wäre oder nicht so ein ähnliches Spiel. Das sind bestimmt wahrscheinlich dieselben Leute, die meinen, das wäre nicht wie Dark Souls. Das sieht halt so dermaßen nach fucking Dark Souls aus, wie diese Ausdauerleiste selbst beim Schlagen runtergeht. Wieso sind solche Spiele so beliebt? Wieso haben sie den scheiß Second Slay-Markt übernommen? These types of games definitely have those hardcore players that are looking for a challenge, so that'll really be fun watching people try to do like a no-shell playthrough. Sure, yeah. Yeah.
So you're being upfront that this is a Souls-like game. What made you decide to make this kind of game? I mean, I guess for us it was never even a question what type of game we want to do, because we all are fans of these games. We enjoy playing them. We love the meaning and the philosophy that they have inside. So we just wanted to do something that we would play ourselves. Für dich sieht es doch auch unfassbar langweilig aus, oder? I mean, the first time I went over to Vitali's house, he had this LED screen on his fridge that was rotating. Armor sets. Ja, und Demon's Souls war ja, ich das nicht eigentlich so das erste Souls-Spiel gewesen überhaupt. Right after that we had a 2.5 hour conversation. Und früher war das noch ein eher Nischenspiel gewesen. Erst mit Dark Souls ist das erst richtig so Ja, leider. Ich weiß, Demon's Souls... das weiß ich noch, es gab da ein paar Fans, aber das war halt eher so wirklich ein Nischenspiel und wie Leute sich gefreut haben, oh, ich habe endlich Platin in dem Spiel und so. Ja, das halt auch schwer ist. Das war ja noch in Ordnung, aber ich meine, ich würde Dark Souls wahrscheinlich nicht so sehr hassen, wenn es nicht so dermaßen den Markt übernommen hätte in Hack and Slays. Dass es gefühlt nichts mehr anderes gibt als die Scheiße. So which of the Souls games were the biggest inspiration for you? I'd say it's probably different for each and every of us. Like, we have a broad selection of games we like in Souls-like genre, but like for me personally, I really love the really old one called Blade of Darkness. It's maybe like 20 years old even, or even more. But it looks like the game you start with when you first try Souls-like is your favorite normally for people. At least among us, so, yeah. It's like the Souls before Souls, right? Sure. Yeah, like before the term was even coined, right? Like the first original Souls-like. And I think, you know, for some of us, I think Dimitri, did you said what other games you said, like even before the Dark Souls? Du stehst, dass wir gerade darüber geredet haben, dass es vor irgendein 20 Jahre altes Dark Souls-mäßige Spiel gab, bevor es überhaupt Souls-Spiele gab. Was für ein Timing. Also gab es sogar vor Demon's Souls noch eins. Not a melee combat, but it's still a good it's a pretty deep mood and style, so I was really inspired of that games. Yeah, and sure, like I like you mentioned Quake, because like it's clearly not a Souls-like, but some of the ideas in terms of the atmosphere and like the world being elements in terms of like the brutal atmosphere, what it brings to, it definitely was an inspiration. Another thing was probably worth mentioning when it kind of going back to sort of why we decided is also the der eine meint ja, dass Quake seine Inspiration war. Wieso ich dann dieses Spiel so fucking langsam? Wahrscheinlich war Quake hier die Inspiration. Wie bitte? Wahrscheinlich war dann Quake hier die Inspiration. Nee, das ist ja nicht biblisch. Quake 1 hatte ja noch, das ist eh so lustig, dass es einfach so zwischen Quake 1 und 2 so ein totaler Änderung der Spielewelt eigentlich ist. Das Gameplay ist schon das gleiche, aber der erste Teil war ja eher so ein bisschen metallisch, aber immer noch sehr gotisch. Und dann später wurde es halt nur noch metallisch. Internally, we're like, in a funny way, referring to the juice, is this substance that has almost like magical kind of like abilities that is created and produced within the sacred glands of this godlike creature they revered, the sacred nectar. And this sacred nectar is pretty much the sort of the root of all conflict in the world, is the main currency that the player is going to use to fully develop their combat abilities of their shell. But it's also what other players, eine Sache, die ich mir immer wieder fasziniert, dass Leute doch so darauf abfahren, so ein auf 1 versus 1 Kampf spezialisiertes Gameplay zu haben.
Es macht tausendmal mehr Laune, einfach im Handeln drehen, 20 Gegner umzumotzen. So wie zum Beispiel bei God of War war das ja am stärksten. Das war ja noch nicht so stark wie bei der McQuay, kann ich das auch ein bisschen machen, aber nicht ganz so kräftig. Bei God of War war es ja richtig heftig. So Standardgegner mit deinem Doppel-Chaos-Klinger ist ja richtig weggeschnitzelt, war auch richtig lustig. Und hier hast du halt so, ich muss nur den einen Gegner anvisieren und dann bumm. Obviously has to be integrated in the level within. Like maybe about this particular fella, who's quite mean, and maybe Dmitry can tell us more about this guy. Oh yeah, it was fun to make a design for this one. We have a few different versions before we hit the style, but the main idea that we had in mind is like we want to create something a wild, crazy beast, something like a huge, hungry bear on steroids. Da schreit sogar jemand. For real, enemies don't care when you hit them with 5 slices of a, keine Ahnung was, inches sword. Ja, das sehe ich auch immer das Dümmste. Everything is keyframed and we were trying to really focus and put like exaggerations and accents in the right moment to make the combat flow in the right way. And same not only for enemies but for player too. So it fits together by the end like a Lego pieces. But like we've been tweaking timings a lot, like frame by frame to make sure it works. So how big and how open is this world? The world is, I mean, taking the studio size, we knew from the start that we have to focus on the quality rather than the quantity. So we can call it a fairly compact experience. But when I say compact, I still mean it's like deep enough to get lost in, and it's interesting enough to get lost in. And we have a lot of storytelling elements and pieces. Das hat da jemand einen Planet als Emote. Interesting places to explore where you can find some. 9 Millionen komischen Emotes. Bits of story that, like after that, you can connect the dot together and figure out what exactly is happening in the area that you're in. Ja, da hat noch jemand was Lustiges geschrieben, aber fucking, der scheiß Chat ist eigentlich zu schnell, ich kann es nicht lesen. Es kommt ein bisschen hoch, we're not gonna send you around on quests, trying to farm rats. Right, like we're, ja, scheiße. You know, you're, yeah, we're not, we don't even, nee, der springt wieder zurück. Tell you what to do, you know, it's kind of up to you. And there's a lot to explore, you know, mentioned the roots of like earlier Souls titles like Dark Souls 1, where we don't give you fast travel right away, right? So you've definitely got no minimap, so you're having to... Keine Minimap und keine Schnellreise. Perfektes Spiel für dich. And as a result, you know it super well. That's right, and like, you know, when it comes to... Der eine hat halt echt ein IGN-Kissen im Hintergrund, oh mein Gott. Like we have one big open area and then the levels that I connect to it and you can choose where to go in any order, it doesn't matter, but we try to make it in a way that it always feels like an adventure, like a journey where you have to commit before you go somewhere in some new area. It might be tricky for you, like you might find it difficult, so you might want to get back and like rebalance, like maybe choose another shell, pick another weapon and try with that. But we try to make it look like every time you decide to go somewhere, it's a commitment and it's an adventure and journey that you have to experience yourself. You're probably going to suffer, you know, you have to have the fortitude to overcome like that lost feeling that you have in the beginning. But I think once you do, you're going to feel really good about not just about the game but about yourself too, and I think that we all have gone through kind of similar metamorphosis through playing similar titles that we felt like, you know, they were really meaningful to us personally. Getting back to the announcement trailer from a few weeks ago, did the voiceover guy actually... have you heard of the new souls like whip of Devil May Cry? Yes, yes, it has swords and side walls, totally a souls like The sacred glands, Vitaly mentioned them earlier, you know, they're really critical to the plot of Mortal Shell, what you're doing in the world, you know, where there are forces fighting over these things. You know, I kind of get into spoilers here, so you're going to have to dig in and find out for yourselves. All right. Who was the woman in the mask?
That's Sester Janessa. She introduces you to the substance tar, the sacred nectar. She offers you the juice to drink, and that juice is what helps you bond with your shell, kind of get to know them better, unlock their. Ja, jetzt drehen sie durch wegen, wenn sie gesagt hat, der Saft. Abilities are tied in with their stories, so that's something that we do. That's nee, nicht der von Joghurt. So what's the current release plan? Do you have a release window that you're targeting? Ich wusste sofort, wo ich der Saft sage, dass eine Anspielung kommen wird. Sei ein guter Film. Excited to share that with you when it's time. Well, you guys, Mortal Shell is looking awesome. I know our audience is super excited for it. Before we go real quick, I believe you have a special announcement for the fans that you can make. Yeah, the we'll be starting the beta on July 3rd. And you'll be playing the Crypt of Martyrs. Come and join us Juhu. On the Discord and see what it's all about. Entwickler, die immer auf Discord cool. aktiv yeah, sind. With, beta Beyond. It'll awesome. Be on PC. Excellent. Yeah. Cool. Guys, thank you so much for joining me today. Thank you. Thanks for having us. Great. Thanks a lot. Before Nein. We go, let's take one more look at that kick-ass... Als ich das die Battlefield 5 Präsentation damals, wo Soki 7 mal den Trailer gezeigt haben... Und der war halt nicht mal gut. Das weiß ich noch, die hatten die... Oh Gott. Der Gegner gerade wird mit so einem riesen Schwert getroffen und was macht er? Bisschen taumeln. Die anderen gehen klar. Holy moly, Mortal Shell looks freaking awesome. Might as well end on a high note. We are about done here, but up next nee. Today's edition no. of News, Games, and More, well, we will be revealing more exclusive trailers from Arcade 1UP. The Summer of Gaming still has plenty of excitement in store, though. Three more IGN Xbox David Hayter wird da auftauchen. Mein Beileid. Our Celebrity Animal Crossing Island Tour stream on June 16th. Sony State of Play. Ich meine, ich mag den Tippy. Ich mag den deutschen Snake mehr, aber der hat's auch drauf. I love me some gaming goodness. Download the TikTok app, follow IGN and check out the hashtag IGN Summer of Gaming where you can watch along with live events and submit your own Summer of Gaming moments, reactions and plays. Plus, donate, TikTok, watch, get your Summer of Gaming on however you want to. We asked you to do so many things and I hope you're not too tired, but just try and do some of them. We recommend drawing the blinds first and just having a great week. There it is. And that is all for IGN Expo number one, folks. Thank you for donating and thank you for watching. We are going to end on one more surprise. Yet another world premiere trailer for a game you didn't even know you wanted yet. Enjoy! Okay. Also, was anderes ist noch ein letzter Trailer. Ja, High 20 Digital. Sie bis jetzt schon mal. Es ist Stargate. Das Spiel. Schon wieder. Jo. Sieht er da schon wieder? Echt die. Bis jetzt besteht das Gameplay aus: ich fliege in der Luft und fahre mit dem Zug. Und kann einen Zug bauen. Ja, jetzt kommt. Und tun Nazis abknallen, die sahen voll aus wie deutsche Soldaten. Es gab auf der PlayStation 1 ein Stargate-Spiel, gell? Kann sein, ich kenne nur eins für den Super Nintendo. Oh.
Wieso sehen Shooter-Trailer eigentlich immer langweilig aus? Es ist halt immer das Gleiche. Irgendwelche Typis, die halt auf Gegner schießen. Wenn sich immer dann mit Iron Sights und sonstige Kacke.